Ganz unten. Herzlich willkommen Coyote. zu einer kleinen, zu einem kleinen Test auf Altes Live, Arma 3. Mit Tim Silver, der ist mit dabei. Moin. Und da schauen wir mal, was wir hier so. Ich bin doch da. Ja. Was war das? Nee, das muss nicht sein. So. Ja, wir haben tatsächlich ein altes Live-Server gefunden. Roleplay. Ja, hier gibt es zwei Polizisten drauf, wie ihr seht, da unten, und sieben Zivilisten. Bargeld haben wir schon eine halbe Million auf dem Bankkonto gehabt. Und jetzt müssen wir uns hier erstmal zurechtfinden, ne? So, ich glaube, jetzt haben wir Klamotten gekauft. Jetzt kann man hier ein bisschen trinken und essen kaufen. Hallo Orca. Ja, ziemlich teuer das Trinken. Aber ist egal. So, Wasser. Nehmen wir mal Ja, bist du denn? fünf Flaschen. Na, ich bin hier gerade beim Burger-Dings und kaufe ein bisschen Essen Oh ja, und komme ich auch gleich hin. Aber ich muss mal eben meine Aufnahme starten. Moment. eine Na, hallo. Lagerbox. Was nehmen wir denn jetzt hier zu essen mit? So, Pizza. in 5, 4, 3, 2. Nehmen wir mal auf 5 Pizzen mit. Moin Moin und herzlich willkommen zu, ich spiele eigentlich Arma 3 Altes Live. Ja. Der Daniel war schon leider schneller mit anmoderieren, der ist natürlich auch dabei. Ja, Hallöchen. Da ist er. So, hol dir So, mal wir da wollen mal gucken. fünfmal Wasser und fünfmal was zu essen irgendwie erstmal. Ja, Ne? wir sind hier alle noch ein bisschen planlos, also ich So, zumindest. und dann müssen wir zur Führerscheinstelle. Ah, die hier oben ist. Kaufen. Wir Und was hast du noch? waren. Fünfmal Wasser oder Wasser? Und? Na, irgendwas zu essen. Cheeseburger. So, Gut. zeigt er In mir meinem was? Inventar. Jetzt ist die Frage, Inventar auf G wie Gier? Nö. Oder F wie... Kannst, wie komme ich denn in mein Inventar? Warte mal, muss ich selber erstmal herausfinden. I geht nicht. Inventory I? Ah, auf I. I wie Ida. I net. Ida. Ja. Genau. Okay, alles klar. Gut. So. Ach so, ja, Warum hier auch kann nicht? man benutzen. Ich trinke mal eine Flasche. Oh, ich hab noch. Also sieht Ah, bei mir bin noch ich ganz gut voll. aus. Ich esse mal auch eine Pizza. Jetzt alles wieder voll unten. Okay. So, wir müssen. Ich habe da gerade markiert auf der Karte. Zeigt er da gar nicht an, wie weit? Hören wir nicht? Ich laufe dir mal nach. Führerscheinstelle hast du gesagt, gell? Ja, die muss hier hinten irgendwo sein. Und du bist dir sicher, dass du keinen Ausweis brauchst? Okay. Weiß ich nicht, wozu die das gemacht haben. Könnte sein, dass man den braucht, wenn man sich irgendein Haus kaufen will oder Oder so. die Polizei einen kontrolliert. Ja. Ich Aber es ist guck hier recht mal, ob überschaubar, wir sind. noch richtig liegen. Hier die Ist hier eigentlich einfach so. Straße und hier rüber. Hier rein? Ja. Ich kann hier rein. Naja, du Nee, kann ich kannst nicht. überall Doch. rein. Nö, da wohnt keiner, oder was? Okay. Konnte der nicht hier. Ja, so. Also, was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, man kann natürlich auch hier rumlatschen. Enter-Taste. Das ist irgendwie der Weg, wo ich immer hier das erste Mal zu Äpfel pflücken gegangen bin. Aber Okay. das brauchen wir ja nicht, da wir ja hier schon über ein gewisses
Kapital. Kapital verfügen. Ach, hier. Ist das die Führerscheinstelle? Moment. Ja. Ah das ja. Das ist die Führerscheinstelle. Sieht ja sehr futuristisch aus. So, hey, moin. Da ist zu. Nee, ist nicht. Moin. Fahrschule. Das ist eine Fahrschule. Ja, ja. Ah ja. Okay. Hallo? Mit Ihnen reden oder müssen wir hier an so einem Rechner? Alter, ich komme hier nicht klar. An so einem Rechner? LKW-Führerschein beantragen. Nee, PKW. PKW-Führerschein beantragen. PKW. 30.000. Beantragen. Das Geld wird nicht zurückerstattet. Die Prüfung abbrechen oder. Versuchen zu betrügen. Jeder Versuch. Okay, sollten Sie. 130 km/h, Prüfung abbrechen. Wie schnell dürfen Sie außerhalb geschlossener Ortschaften höchstens fahren? Außerhalb geschlossener Ortschaften. 100, ne? Ja, was muss ich im Wind? Was? Außerhalb? Ja, 100. Bis wie viel Tonnen darf ich mit diesem Führerschein fahren? 7,5. Eigentlich 3,5. Laut neuer Regel. Ich weiß nicht, wie up-to-date die sind. Ach so, na früher. Ich gehe von meinem Führerschein aus, den ich früher gemacht habe. Was bedeutet das Schild unten rechts? Durchfahrt verboten. Wie sieht's denn aus? Was bedeutet das Verkehrsschild unten links? Halten und sofort weiterfahren. Nee, braucht man nicht. Ja. Stopp. Genau. Was bedeutet das Schild oben links? Durchfahrt verboten. Kraftfahrzeuge verboten. PKWs verboten. Fahrzeuge verboten. Was muss ich bei einer Polizeikontrolle dabei haben? Führerschein, Personalausweis, Fahrzeugschein. Ja, das hier. Wie schnell darf ich innerorts, sofern nichts anderes ausgeschildert ist. Innerorts 50 höchstens, ne? Nochmal die Frage. Wie schnell du in innerorts fahren darfst, wenn es nicht ausgeschildert ist. 50, 50. Ich, ist die, ja. Welche Verkehrsregeln gilt bei einer Kreuzung ohne Verkehrsschildern rechts vor links? Jawohl. Wie viele Personen darf ich mitnehmen? So viel ich Sitze im Auto habe. Wie ich auch Sicherheitsgurte in der Ordnung. Herzlichen Glückwunsch. So viel wie ich mein Auto passe. 0 Punkte, yay! Und du? Was muss ich im Winter bei gefrorenen Fenstern machen? Gar nichts. Sie von Eis befreien, um eine gute Sichtfeld in allen Richtungen zu haben. Genau. Richtig. So, herzlichen Glückwunsch. Du hast die theoretische Prüfung mit 2 Fehlerpunkten bestanden. Na ja, dann geht's ja. Ich mit 0 Fehlern, aber da Theorie, da kommt ja noch eine Praxis. Echt? Theorie ist eigentlich immer theoretisch. Das ist das, was wir jetzt gemacht haben. Jetzt müsste normalerweise noch eine Vorprüfung kommen. Ich habe keinen Plan. Nee. Nee, das war's. Also eigentlich damals brauchst du gar nichts machen. Hast du einfach einen Führerschein gekauft und fertig war. Ach so, und jetzt können wir Auto fahren oder dürfen Auto fahren. Jetzt könnten wir noch ein LKW machen schnell. Na los. LKW, ich habe ja. Ach so, du hast nicht genug Geld dabei. Dir fehlen 92.000. Ach so, ist das so teuer? Wie teuer war das jetzt gerade? Also, der LKW kostet 99.000, also knapp 100.000 kostet der LKW-Führerschein. Achso, ja, dann habe ich nicht genug dabei. Na gut, PKW können wir schon mal fahren. Ja. Was hast du denn jetzt? So, und wo haben wir denn jetzt Kfz-Versicherung? Gab es da die Autos? Garage. Ich würde sagen, Autos gibt es beim Autohändler, oder? Nicht durch. Hast du den schon gesehen hier? Nee. Crafting-Station. Ach, hier oben. Auto und LKW. Okay, da müssen wir. Das weit? Ja, müssen wir hier runter. Oh, warte, ich komme. Tiri, 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 tiri.
Naja, alles wird gut. Also Führerscheinprüfung haben wir schon mal bestanden. Was ist denn, wenn wir schwarz fahren? Sehen das die Polizisten? Ja, die können irgendwie in dein Inventar und da hast du jetzt irgendwie einen Führerschein drin. Warte mal, stopp mal. Ich muss mal kurz reingucken. Ich will jetzt wissen. Nö, habe ich nicht. Naja, aber die sehen das, glaube ich. Okay. Du kannst ja auch kein Auto kaufen, wenn du keinen Führerschein hast. Das ist dann wahrscheinlich ein anderes Inventar. Aber eins gefunden. Ach hier, die kann man kaufen, oder was? Die Dinger? Ach, ja. So, ach, das ist der Truck. Das ist ja hässlich. Ah, hier, den haben wir immer genommen damals hier, weil der übelst viele Lagerplätze hat mit Drogenschmuggel und so. Die haben wir genommen. Da braucht man aber einen LKW-Führerschein, ne? Genau. So, und wie kaufe ich die jetzt? Naja, du gehst hier zu den Händler. Ach so. Der hier. Car-Shop. Ja. Zuerst einkaufen, reicht ja, wenn wir einen haben. Wenn ich genug Geld habe. Na, ansonsten kaufe ich einen. Welchen wollen wir denn? Mal gucken. Oh, ich habe was gefunden, das will ich haben. SUV oder was? Ne, diesen MB-Jeep da. Diesen MB-Jeep. Ah ja. Na, dann mach mal. Das sieht cool aus. Kaufen. Oh, warte mal, die gibt es in verschiedenen Farben. Schwarz. Ja. Also, nein, ich will die anderen Farben noch sehen. Grün. Orange, auch nicht. Rot, weiß. Ach, ich würde mal sagen, wir nehmen das Ganze in Schwarz. Man kann die auch mieten. Okay. Ich hab's gekauft, glaube ich. Ja. Und jetzt? Also kaufen ist das, was mehr kostet, also, ne? Ja. Ja, jetzt müssen wir eigentlich schauen. Oh, ich habe nicht meinen Autoschlüssel oder sowas. Beziehungsweise ich kann auch nicht einsteigen. TÜV ist teuer. Was ist das denn, TÜV? Nö, ich glaube, wir müssen zum TÜV. Aber trotz allem, ich komme nicht ins Auto rein. Müsstest du aber eigentlich. Nö. Wo hat das hingestellt? Hier, draußen auf dem Platz. Aber ich habe auch keinen Schlüssel oder sowas. So eine Sache. Der zeigt mir doch genau dasselbe. Ich muss doch irgendwie. Waffe, ne? Zeig da an. Ja, wie bei den anderen Autos. Habe ich jetzt meinen Schlüssel vergessen oder was? Inventory. Ist mir ein Schlüssel irgendwie hingelegt? Nö. Nö, also nicht. Normalerweise der ihn kauft, hat doch gleich den Schlüssel. Ja, aber. Oder okay. Was? Wie war das jetzt? Führerschein haben wir doch. Guck nur mal ins Inventar. You are not. Achso, das ist ja sowieso egal für mich. Warte mal. Früher immer diese Kiste da gehabt. Und den LKW da hinten, der geradezu. Alles. Und ganz zum Anfang hatten wir natürlich diesen hier. Wie kann ich denn in meinen Rucksack gucken? Wir fahren hier alle links. Ah, mir egal. Backpack. Oh nein. Bitte. Ich komme hier irgendwie gar nicht klar. Halt, mein Rucksack. Hey! Wo ist mein Rucksack? Ach, der liegt hier. Nein. Na, nimm's doch. Aber er soll ja alles anzeigen, deswegen steht ja all, ne? Ja. Ja, normalerweise müsste doch, warte mal. P. Inventory. Wie kann ich denn in meinen Rucksack gucken? Das geht schon mal nicht. Ich habe eigentlich gar nichts im Inventar, außer das Essen. Nee, P zeigt da auch. Ach, hier drüben. Komische. Ist halt schon ewig her, wo ich das gespielt habe. Nee, ich habe keinen Schlüssel. Ist doch seltsam. Das ist echt seltsam. Hey,
Ding, speichere den Schlüssel her. Führerschein haben wir doch gemacht. Ja. Wie entferne ich das jetzt hier wieder? Ne, die Kohle hat er mir ja abgezogen. Also, bezahlt habe ich's. Ja. Aber ja. Du hättest auch gar kein Auto kaufen können, wenn du nicht, wenn du nicht den Führerschein dabei hättest. Richtig. Ich meine, ist ja süß, dass sie hier so eine Art Führerscheinprüfung Theorie. Meinst du, dass man noch Praxis machen muss bei dem? Nee, den konnte man ja gar nicht anquatschen, den Typen da. Richtig. Aber auch ich komme auch nicht aufs Inventar. Das Fahrzeug gilt als zugeschlossen. Ja, das ist richtig. Items? Ich kann ja sowieso nicht drauf zugreifen, weil es ist ja deins. Ja, ich kann ja, ich kann nicht mehr drauf zugreifen. Also, ist, Warte mal, ich hole noch ein bisschen Geld. Ja. Und. Komisch. Eins, zwei, drei. Ich hole mal nochmal 100.000 runter. Ja. Ist ja egal. Was macht er hier? So, jetzt gehe ich nochmal zu dem Führerschein-Team. War das mit der Kfz-Versicherung nicht auch hier gleich? Ja. Hier drüben? Mal nebenbei, ich habe es gerade hier beim LKW-Händler mal versucht und der sagt, ich habe die Lizenz nicht, um den Job zu nutzen. Genau, den Führerschein. So. Also das ist schon mal rechtens, dass wir den gekauft haben. Wo ist die Versicherung hier? Nee, habe ich jetzt keinen gesehen. Ich gehe nochmal. TÜV hat er mir gerade angezeigt. Okay. Was ist hier? Hier ist TÜV. Ja, da muss aber das Auto her. Ja, ja. Wir gehen mal am besten nochmal zurück zum Kaufen und. Ich würde mal nach der Versicherung schauen. Ich denke mal, wir müssen die Koffer versichern. Ich hole mir mal den LKW-Dings da auch gleich. Ja. Ah, man hätte hier draußen auch gleich Geld. Ja, ja, wie praktisch, ne? TÜV, ja. Garage. Kann ich das, wie markiere ich denn eigentlich? Oh, das bringt ja eh nichts. Achso, Richtung Führerscheinstelle? Dann irgendwie LKW. So. Ja. Ja. Wie verhalten Sie sich bei einem geschlossenen Bahnübergang? Ich halte für den Netz und lasse einen. Garage, Kfz-Versicherung. Doch, du. Ja, ja. Ich schalte mein Fernlicht an, um mit anderen zu kommunizieren. Sie möchten eine Vorfahrtsstraße überqueren, nur die Sicht ist auf beiden Seiten durch parkende Fahrzeuge stark beeinträchtigt. Wie verhalten Sie sich? Ich warne den. Nee. Ich taste mich ganz langsam vorsichtig ran, genau. Welche Höhe einschließlich Ladung darf nicht überschritten werden, ausgenommen Landwirtschaft? 4 Meter? Es gibt keine Maximalhöhe? Oder 4,5? Was? Eigentlich 3,50. Nämlich lieber 4 Meter, ne? Ja. Was müssen Sie beim Transport von Ladung beachten? Sie darf nicht vorne hinausragen. Sie darf beim Bremsen nicht nach vorne rutschen und mich nicht behindern. Ich darf keine Ladung transportieren. Was bedeutet das Schild oben links? LKW-Durchfahrt für Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen verboten. LKW ab 7,5 Tonnen verboten. LKW. Durchfahrt trotz allen erlauben. Warum darf man nicht unnötig langsam fahren? Verkehrsfluss wird nicht behindert, weil. Wo müssen Sie an einer Ampel mit einem grünen Pfeil anhalten? An der Haltelinie
Sofern keine Haltelinie vorhanden, darf ich bis zur Kreuzung vorfahren. Es muss nicht. Was bedeutet das Verkehrsschild unten links? S, optionaler Sichtabstand, braucht man nicht beachten. Ich muss einen Sichtabstand von mindestens 70 einhalten. Warum sollten die Reifen regelmäßig kontrolliert werden? Braucht man nicht kontrollieren, da diese bei einer Vollbremsung zum Verhältnis führen können. Ist gesetzlich vorgeschrieben. Was? Fehlerpunkte 8? Bist du bescheuert? Müssen Sie als Unfallbeteiligter Ihr Fahrzeug beidseitig fahren? Was? Beiseite fahren? Auf jeden Fall. Ja, bei geringfügigen Schaden. Herzlichen Glückwunsch, du hast die theoretische Prüfung mit 8 Fehlerpunkten bestanden. Naja, siehst du, bestehen tut man wahrscheinlich, auch wenn du alles falsch machst. Das haben die einfach nur als Gag reingemacht. So, na gut, jetzt haben wir auch einen LKW-Führerschein. Eine Frage habe ich noch. Wie? Was ist denn das für einer? Ich gehe mal kurz hin. Ach so, ja, hier kannst du deine Garage, da kannst du deine Autos rein und raus. Ja. Genau, das ist wie in Arma 2. Ups. Was? Gut. Also ich habe jetzt auch diesen Führerschein. Warum auch immer, aber... Na, das sind Lizenzen. Das ist dann... Bei der Polizei ist das jedenfalls irgendwie vermerkt. Man kann jetzt da auch gar keine mehr kaufen, weil die nächsten, die gibt es ja da vorne in der Stadt, wo aber die so sauteuer waren, Pilot und... Ja. Also wenn du Hubschrauber fliegen willst, brauchst du dann eine Pilotenlizenz. Jetzt müssen wir mal gucken, wo war jetzt hier die Kfz-Versicherung? Das ist da bei der Garage gewesen, aber das hat mit dem Dings nichts zu tun. Hier drüben? Nee, das ist mir gerade vorbeigelaufen, an dem, wo die Garage. Aber das bringt nichts, ja. Kfz-Versicherung bringt nichts. Okay. Nee. Ich verstehe. Dann frage ich mich jetzt, wieso du den Schlüssel nicht hast fürs Auto. Ja. Müsstest du automatisch eigentlich haben. Oder richtig. Hast du vergessen den, oder hast du den nochmal angequatscht hier? Nee. Ob bei dir den... Aber den kriegst du doch eigentlich, wenn du kaufst, automatisch. Also, ich kann hier erst das Auto. Ich kann es nur nochmal kaufen. Nee, das soll's ja nicht. Aber... Schreib da einfach mal in Chat, du hast ein Auto gekauft, hast aber keinen, oh, nö. Keinen, ich find den schon. Schlüssel bekommen. Aber im Inventar, also müsste der ja sein. Ja, eigentlich ist, schon. Ist er aber nicht. Warte mal, Inventar, haben wir hier Schlüsselplätze? Nee, nicht so wirklich. Also ich sehe keine. Haben wir nicht. Nee, den hat man auch einfach so. Ich habe da nie drauf geachtet, ob da denn hier ein Schlüssel drin liegt oder so. Den hat man einfach. Nicht geeinfacht, das Ganze hier. Kannst du nochmal versuchen? Er zeigt mir auch Waffensymbol an. Das heißt, dass er abgeschlossen ist, ne? Inventory. Bei mir steht You are not allowed to. Also oben links dann. White is looked. Was zeigt er bei dir an, wenn du. Oben links? Na, oben rechts meine ich. Gar nichts? Keine Schrift? Nö. Doch, Quick Nave und Empty. Hä? Steht bei dir was ganz anderes. Ja. Also bei mir steht so zu verstehen, dass das Auto abgesperrt ist und ich dafür keinen Schlüssel habe. Okay. Ich hoffe das nicht. Also das ist ein bisschen doof gemacht, meiner Meinung. Ja.
Tja. Da kann ich nichts machen. Das ist natürlich jetzt blöd für die anderen, weil das Auto blockiert jetzt den Spawnpoint, ne? Kannst du in meinen Rucksack gucken, ne? Ich glaube nicht. Doch, Open Backpack? Nee, ja, guck mal. Kann ich nicht. Ach so. You are not allowed to look into... Ja, irgendwas. Backpack. Nö, ach so. Mensch, das ist doch jetzt eigentlich nicht wahr. Also ich dachte, ich bin Davy Epoch. Davy Standalone ist kompliziert, aber das ist ja hier... Was stand da gerade? Chancel irgendwas? Was? Du hörst dann hier, das ist eigentlich so ein automatisches Verriegelung. Das macht dann. Ja. Ja, aber. Aber, nichts aber zum, wenn du scrollst, steht nicht da irgendwie an der Seite aufschließen oder so. Bei mir steht bloß Inventory da oben. Ja, und bei mir macht das Inventar auf. Ich kann scrollen, aber so scrollen. Außer Inventar. Mhm. Ja. Kein aber Schlüssel. Wenn er das Inventar aufmacht? Nee, er macht mein Inventar auf. Ach so, deins. Bei mir macht er meins aber nicht auf, wenn ich das... Das ist doch merkwürdig. Tja, keine Ahnung. Was das soll. Okay, jetzt auch mal ein Auto. Kannst du nicht, weil ich auf dem Spawnpunkt stehe. Ach, dann schiebt er dich weg. Nehmen wir noch mal. Da ja hier eh alles so teuer ist. Meistens halber, ich gehe noch mal rüber zum TÜV. Aber ich glaube das nicht. Die Was kosten denn hier so die LKWs? Geht eigentlich von Preisen. TÜV-Untersuchung. Ja, klar. Man sucht sich natürlich den Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Items. Auch nicht. Oh, der ist aber richtig teuer. Das ist 6 Millionen. Okay. Den kann ich noch. Den kann ich noch nicht. Nicht. Ach so, der hat was? Ich durfte den nicht kaufen. Wieso? Ja, weil mein Auto auf dem Spawnpunkt steht. Ach so. Hab ich doch gesagt. Also vom Geld her. Es ist irgendwie seltsam. Weiß ich auch nicht. Ich rock jetzt mal.
Muss ja irgendwie gehen, ne? Ja, ich ist halt irgendwie seltsam. Scheiß Timer noch dazu. So. Geräusche hier. Ja, da gibt es eine eigene ABB dafür. Eine eigene App? Ja. Braucht die doch damals so nicht. Was hat denn hier so? Was ist das denn für ein Käse? Z und dann Schlüssel. Da ist er leider nicht. Okay, eine App. Z, Schlüssel-App, Fahrzeugdauer. Was wollen die von mir? Okay. Ja, aber hier ist mein doch. Mein Fahrzeug ist doch da. Z. Okay, ich drücke Z. Oh. Okay. Z. Z Schlüssel-App. Wetter. Parking. Schlüssel. Ach, das Handy. Rechts jetzt. Hallo. Z, tust du dein Handy? Jo, nu? Smartkey. Ja, nu? Ne. Wie hast du denn dein Handy ent... ach so, ja, jetzt ist es... Mit Z. Schlüssel? Weg. Ich hab keinen Schlüssel. Ja, nu, Unu? Weiß ich auch nicht. Steht da ein Schlüssel drin bei dir? Ja, Schlüssel, so. Wie hat er geschrieben? Z, Schlüssel-App? Und was? Nochmal Z? Nein. Ach Leute, ich hätte es noch ein bisschen komplizierter gemacht. So, jetzt? Was jetzt? Wieder jetzt? Nein, wieder unten. So, nochmal. Z. Schlüssel-App. Mercedes. Oder was auch immer das ist. Ja. You have given Daniel... Du hast jetzt meinen Schlüssel. Hä? Entschuldige, ich verstehe es nicht. Echt? Zeig. Gleich mal bei mir gucken, wenn der Schlüssel hat. Tatsächlich. Ich habe jetzt deinen Schlüssel. Mach das Auto auf. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Ich raff das nicht. Inventory. Hier ist keiner. Kein Plan. Oh, Leute. Wieso? Kriegt man nicht einfach einen Schlüssel? Ach, nee, über das Handy, da konnte man nur dann andere Leute auch den Schlüssel geben. Also, das, nein, eine Kopie. Ja, aber du kannst es ja auch nicht aufmachen. Warte mal. Ja, halt. Und nochmal. Z. Ja, ist ja gut. So. Einstellung. Das sind gerade Klingeltöne. Was willst du denn von mir? Man hat doch. Ja, ich. Smart Key, die wichtigste Speicherfrequenz. Close.
Okay. Puff. Inventar. Okay. Ach Leute. Nee, also der Schlüssel ist da, ist richtig, aber trotzdem ja. Geht das. Ich kann mich nicht erinnern, dass das so schwer war. Der hat dann hier am Auto angezeigt, was, und dann, ja. Wie bei der Tür, weißt du? Ja, eben. Aber hier zeigt Wäre. Er nur ein Waffensymbol an, dass du hier ins. Das ist mir zu blöd, ehrlich gesagt. Weil das ist doch nicht normal. Also er zeigt mir an, oh, ich kann nichts machen. Das ist doch. Ja, und das im Handy, das ist ja nur, wenn du das quasi, ja, weil du mir den Schlüssel auch gegeben hast, ne? Ja. Mehr ist das nicht. Keine Ahnung. Okay. GPS-Notizen, Parking, Kontakte, Browser. Speichern, online. Hilfe! Achso, hier kann man auch direkt auf die Bank zugreifen über PayPal. Ach nee, anderen Leuten Geld senden. Okay. Ja. Börse, Hilfe, Kontakte. Allgemein. Da kannst du denen die Telefonnummer geben, jemand anders. Da kann er dich anrufen. Ja. Keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht, warum man das so machen muss, so seltsam. Lizenzen, da stehen unsere Lizenzen drin bei Handy, ne? Ja, ja. Ach so? Brieftasche. Ach, da ist das Geld drin, was du in der Portemonnaie hast. Trunk Inventory. Unten. Warte mal. Unten. Jetzt kann ich kann jetzt aufs Fahrzeug zugreifen. Ja, wie das? Ich habe keine Ahnung. Was hast du gemacht? Bin einfach hier vorne an die Dings rangegangen, Inventory. Aber ich kann trotzdem nicht das Fahrzeug aufschließen. Wie habe ich das jetzt gemacht? Wie bin ich jetzt auf das Fahrzeug Inventory gekommen? Das gibt's doch gar nicht. Jetzt komme ich nicht mehr rein. Auf. Ach Leute. Nee, das ist ja mein Inventar. Ja, ich weiß nicht, wie ich es gerade gemacht habe, aber jetzt geht's nicht mehr. Hier? Ed? Ist da irgendwie was? Echt merkwürdig. Zinsen. Oh ja, stimmt, steht auf die Stinde drin. Ja. Okay. Ah, schön, dass es da drin steht, aber trotzdem bringt uns das ja nichts jetzt weiter. Ne? Wir müssen eigentlich. Ach, da ist ein Admin ist gerade. Ja. Ich habe ja keine Lust auf irgendwelche ewig nur her Schreibseleien. Also das muss von selber gehen, wenn es nicht geht, ist es Käse. Ja, das stimmt. Mach auf, weil, ja, die Hülle. Wenn ich so eine komische Karre kaufe, musst du dort einen Schlüssel kriegen. Also komm mal, was wolle. Das hat doch mit einer Smart-App nichts zu tun. Oder nee, mit da kannst du ja nur den Schlüssel, da siehst du zwar, dass du einen hast, und dass du auch die Lizenzen hast, und du kannst dann den Schlüssel da an andere oder Geld an andere, ne? Ja. Tja. Das ist blöd. Buggy? Ich denke, das ist Buggy. Geht ja nicht. Naja, aber. Meinst du? Jetzt zeigt er mir nicht mal mehr dieses Waffensymbol an. Gut, einmal noch. Ich schreibe noch einmal. Ach, hier auf der Seite jetzt. So, geht aber nicht.
kannst das Auto nie aufschließen, obwohl du Schlüssel und Lizenz hast. Aber nicht auf lassen. Ja, mal gucken. Sie antworten ja wenigstens. Mein Vater wurde umgebracht. Warum? Na, einfach U! Ja, wo soll ich denn das her wissen? Soll ich das riechen oder was? Wieso geht jetzt gleich hinten noch auf? Ich habe keine Ahnung. So, steige ich da ein. Da wollte ich aber nicht einsteigen. Hä? Was denn jetzt? Get out. Und mit V aussteigen, Alter. Ihr brauchst noch mal 100 Tastenkürzel. Also ich weiß noch nicht, ob mir das so gefällt hier. Hey, ich schreibe doch gerade, was macht der denn? Du musst das Mausrad drehen. Du musst das Mausrad drehen. Wie? Ich will auch reden, wie kann ich denn reden? Sicherheitsgurt anlegen. Moment. Ihr redet was mit mir, ich habe eine Stimme in meinem Kopf. Ja, entweder musst du Shift. Nein. Aha. So, hörst du mich? Wenn ich wüsste, wie ich dir antworten kann, ja. Warte mal, wie kann ich denn hier? Das war auch ist das Direktkommunikation? Wie spreche ich denn? Och, leck mich, das ist die Scheiße, dieses Spiel. Weiß ich nicht, mit B. Admin, hörst du mich? Ja. Mit B? Nee. Hallo? Ich probiere auch gerade. Mit C wie Chat? Hallo? Nee. Auch nicht. nee, ich war ja das. Ah, ich glaube, das ist. Jo. Also, du hast Probleme mit Einsteigen, oder? Warte mal, wie kann ich denn reden? Ich habe keinen Plan. Ich habe das schon mal. Du musst mit Punkt und Komma musst du den Chatter suchen. Oder ja. Chat. Und damit du Feststelltaste auf der linken Seite kannst du sprechen. Feststelltaste linke Seite. Habe ich doch gerade versucht und da hat er mich aus dem Spiel rausge. Nee, Feststelltaste linke Seite. Ach so, man muss erstmal den Chat aussuchen. Ja, aber das geht trotzdem nicht. Versuch du mal. Hallo? Nee, da fliege ich immer aus dem Spiel raus. Hallo? Feststelltaste links, ja. Geht nicht. Also ich fliege dann immer, bei mir minimiert er das Spiel. Irgendwie will er das nicht. Ja. Mit dem Punkt und Komma wählst du den Direktchat aus, ja. Das siehst du links unten. Und mit der Feststelltaste über der Shift-Taste kannst du sprechen. Mit der Feststelltaste über der Shift-Taste. Ach, Caps Lock. Blödmann, ja. Ah, hörst du mich? Nein, aber nicht. 2 Minuten auf Kap. Ja? Hallo? Ich hab mich irgendjemand. Hallo? Nee, bei mir schmeißt er. Also mich schmeißt er immer raus aus dem Spiel. Ich muss das zusammen. Hallo? Also, ich kann hier nicht reden und jetzt kann ich mich auch nicht mehr bewegen. Okay. Ach so, weil ich noch im. Wie geht das? Ich glaube, jetzt geht's. So, ich bin wieder anwesend.
Hörst du mich jetzt? Kann ein Kollege sprechen? Nee. Du hörst mich nicht zufällig. Es geht nicht. Nee. Jetzt geht's jetzt vielleicht? Ja, jetzt höre ich dich. Alter Schwede, amerikanische Tastatur. Wir haben es jetzt rausgefunden. Das ist etwas komplizierter als in Arma 2. Ja, mit U machst du das Auto auf und zu und dann Mausrad einsteigen. Mehr ist das nicht. Und anschnallen nicht vergessen, sonst stirbst du. Alles klar. Nee, das ist komplett anders. Also ich bin jetzt... Ich meine, interessant, aber schon. Ich kenne es halt noch mit Schlüssel im Inventar. Und da war keiner. Aber jetzt haben wir es begriffen. Ich hoffe es. Okay, wenn du noch Fragen hast, einfach fragen. Super, wir danken dir. Kein Problem. Viel Spaß euch noch. Willkommen auf dem Server. Jo, danke dir. Bis später. Hat er sich gerade neben dir umgezogen? Er hat sich hier gerade umgezogen, ja. Naja, Admin halt. So, wie machen wir jetzt die Türen zu? Ja, weiß ich doch nicht. Ja. So, ich habe keine freie Kamera im Auto. Okay. Geht das hier auch mit? Alles klar. So, jetzt bin ich. So, Leute. Jetzt machen wir mal ganz kurz einen Cut. Ich muss pinkeln wie ein Elch, oder willst du fahren? Nö, mach ruhig. Namens Andreas. Soll ich aussteigen und drüben einsteigen? Nö, du kannst ruhig fahren. Alles klar, ich geh pinkeln. Wir sollen uns einschneiden, hat er gesagt. Ja, hab ich schon gemacht. Warum auch immer? Damit du nicht stirbst, wenn du irgendwo gegenfährst. Sicherheitsgurt entfernen. Ja. Keine Ahnung, wo wir jetzt noch hinfahren sollen. Eigentlich bräuchten wir ja einen Job. Vielleicht könnten wir ja mal zu der Orangenplantage fahren. Ah, so. Müsste doch anzeigen, ne? Die Meterzahl, ja. Da drüben 263. Also der Admin ist sehr nett, hat sehr, also scheint vernünftig zu sein. Aber ich konnte doch früher auch mit dem Controller alles auf und zu machen. Muss ich denn jetzt so viel Tastatur benutzen für alles? V, W und ich habe den Rest wieder vergessen. Ja, U und V ist für so. Auf und zu. Oh! Können wir zu der Orange-Plantage reinfahren? Wie mache ich den aus? Da, alles klar. So, warte mal, ich mache mal kurz das Video wieder an. 263 Meter von hier ist so Orange-Plantage. Okay. Können wir mal ein paar Orangen pflücken? Also, und die Moment! Dann wiederum auf dem Markt bei dem Fresskunden da verkaufen. Ich muss noch was loswerden. Also das war jetzt die Einführung in das Fahrzeug. Um es mit anderen Worten auszudrücken, 18 Stunden später. Wir haben es geschafft. Ja, irgendwie. 3 Stunden später. 3 Stunden später. So, wohin? Also was? Nee, vergess die Plantage. Warte mal. Wir sollen uns anschnallen. Bin ich angeschnallt? Ja, ich bin... ich gucke mal, wo ist denn hier... Ach nee, für Kupfer, da bräuchte ich wieder eine Spitzhacke. Habe ich jetzt Sicherheitsgurt dran? Kiwi-Plantage ist auch da. Außerhalb. Boah, du fährst einfach mal durch die Gegend erstmal. Einfach, naja... Klopapierhändler, aha. Traubenfeld. Alte Flaschen. Steuerung ist wieder sehr... macht man denn hier als... Auto leiser? F1? N? N. Nee. F1? Auch nicht. Nee. wohin denn du? Na, fahr einfach. Ne, wohin? Na, weiß ich nicht. Ich fahr hier rechts. Rechts? Alter! Oh ey, das fährt sich im Klo. Das ist sehr laut. Ja, sehr laut.
Entschuldigt. Warnung, du verlässt die Safe Zone. Ah ja. Okay. Würde ich mir jetzt Gedanken machen. Wo sehe ich eigentlich, wie schnell ich fahre? Sehe ich nicht. Ach, da oben. Alles klar. Ja, bei dem wenig Polizeiaufgebot hier. Warnung, du verlässt die Safe Zone. Yes. Wir sollen die Sicherheitsorte auch immer anlegen, weil sonst sterben wir. Lange Tour gefahren. Alter. 70, na so, ich glaube, so geht das mit dem Ton. Was? Na, ich habe ein bisschen leiser gemacht im Inventar da, ne? Bei laut. Bei Audio. Will das auch? Ja, musste in Optionen rein. Musste anhalten kurz. Dann in Optionen und da mal ein bisschen ab, pass auf, da tut dann auch, wenn du die veränderst, die Lautstärke, dann ballern sie da rum. Option? Audio. Ich finde ja meine Option nicht mal. Escape. Ja, da kommt Anti-Hack, Admin Tools, Respawn, Config. Da. Ah. Tab. Ach, das geht mit der Tastatur. Musik, Radio, Effekte, was hast denn du alles leid? Oh. Na, ich habe alles auf die Hälfte runter. Also die ersten. Alter! Drei. Ja, die schießen da. Okay. Gut, ich glaube, das ist besser. Na, wenigstens brauchen wir nicht zu schalten, das ist ja schon mal was. Ja. Nee, das musste man hier noch nie, das ist Automatik. So, verstanden, was auf dem Schild, ich hab's nicht gelesen. Okay. Braucht was? Na, die FPS was? Sind aber auch trotzdem ganz schön zu wünschen. 34, ja, aber 12, bei mir läuft's flüssig. 13. Oh, jetzt leckt es. Nee, lecken tut's auch nicht, aber so ein bisschen. Was macht man jetzt hier nochmal? Ja, wir könnten uns jetzt Arbeit suchen. Ja, bin dafür. Wie gesagt, du könntest, normalerweise fängt man an mit Äpfel, dann arbeitet man sich zu Orangen und Kiwi oder ne, was Wertvolleres. Ja. Irgendwann macht man dann... Achtung! Die hat was geklingelt. Was ist das? Sie nähern sich dem Checkpoint. Also... da weiß ich auch nicht. Vielleicht ist ja hier eine Kontrolle oder so. Genau da. Da kannst du später dann, wenn du den LKW eigentlich leisten kannst, Kupfer machen, dann okay. Edelsteine irgendwann, ne? Und okay. Aber da wir hier ja eigentlich schon gut Geld hatten, konnte man sich ja schon eigentlich was kaufen. Ja. Man könnte jetzt eigentlich zum Waffenhändler sich Waffen holen. Okay. Ja, um Hubschrauber zu fliegen, brauchst du leider die Linkslizenz, die hier arschteuer ist, finde ich. Richtig. Müssen wir uns doch bei der Polizei bewerben. Naja. Oder Rettungsdienst, sehe ich gerade. Naja, es ist nicht mehr so wie früher. Klar, verändert sich natürlich auch alles mit der Zeit. Ja, das stimmt. Ja. Sehe ich denn, wie viel Sprit ich eigentlich noch habe? Ah, 90%. Aber so loot-technisch findest du hier nichts, ne? Also, nee. Ja, wie gesagt, wir können ja noch die anderen beiden Server auch noch ausprobieren. Ja. Und wo stellt man jetzt das Auto ab? Da musst du ja zurückfahren, wo die Garagen waren. Ach, jetzt einfach in der Natur geht nicht. Na, dann wär's, glaube ich, beim nächsten Reset
Weiß ich jetzt nicht, ob es dann weg wäre. Ich... Okay. Deswegen genau, wenn ich jetzt, deswegen... wenn ich jetzt hier eine Base habe, von mir aus in dem Häuschen da. Naja, ich wie das mit den, also mit den Häuser kaufen, das kam erst rein, wo ich damals aufgehört habe. Das war funktionierte aber noch nicht. Ach so. Und es könnte aber sein, dass du da die Lizenz brauchst, wo du diese 7 Millionen da oder so bezahlen musst. Gute Heil, ja. Tja. Etwas planlos gerade. Ja. Oh, ich hab noch Stunde. Ich hab Durst. Weil, ich meine, ja. Nun kann man dann irgendwie eine Bank ausrauben oder was? Ja, dazu müssen wir aber erstmal Waffen haben, ne? Ja, ja, klar. Die müssen wir uns wiederum beim Waffenhändler holen. Ah ja. Der wiederum, warte. Vielleicht sehe ich den ja irgendwo. C-Fresse. Kann ich jetzt hier mein Inventar? Glasflasche. Ölhändler, ja, kann man auch. Man kann natürlich auch hier Schildkröten farmen. Ah ja. So, Sicherheitsgruppe. Siehst du denn irgendwo noch? Oh, ich muss erstmal sehen, aussteigen. Es gehen wirklich alle Türen auf, okay. Ja, das ist auch ein bisschen unlogisch. Normalerweise müsste nur die eine aufgehen, die du aufmachst. So, und wie komme ich jetzt an mein Inventar? Das? Sand, Flasche Wasser? Faser. Benutzen. Ah, alles klar. Schrottplatz. Und benutzen. Gut, also Durst und Hunger habe ich keinen mehr. Personal. Personalausweis zeigen. Ja, okay. Tablettenhändler. Ah. Ja, jetzt zeigt er mir deinen Ausweis hier an der Seite. Sieht ihn jetzt jeder auf der ganzen Map oder was? Nee. Ich kann den jetzt nur einer bestimmten Person zeigen. Ich habe den jetzt gerade dir gezeigt. Ach so. Und so wird das mit der Polizei sein, denke ich mal, wenn die dich anhalten. Ach so. Ja, ich finde hier leider keinen Schwarzhändler oder Waffenhändler. Okay. Rückenmassage. Warte mal, hier muss ich mal ein bisschen näher rangehen. Hier ist ja so viel geschrieben. Zollstation. Ach, das ist ja die Stadt, wo wir gespawnt sind. Lattenpost geschlossen. Autofälscher. Ja, da kannst du geklaute Autos hinbringen. Ah ja. Aber... Gangversteck. Wieso ist das denn hier angezeigt? Kann man... Ah ja, aber wie soll man denn... Wenn man sich keine Waffe kaufen kann? Sandmine. Heroinverarbeitung. Ach hier, Waffenladen. Ah, hier, ja, bei der, über der Apotheke in Frini. Ach so, ne, ich war bei der Stadt, wo wir gespawnt sind, da drunter, unter der Kupfermine. Da ist ein Waffenladen. Bei der Stadt, wo wir gespawnt sind. Wo jetzt so viel Schrift übereinander lappt alles. Ein Stück weit darunter, rote Schrift. Drogendealer. Ist ja egal, wo sind wir denn jetzt gerade? Müssen doch hoch angezeigt werden, ne? Ja. Eigentlich, also ich werde angezeigt. Ja, wo? Oder auch nicht. Frage ich mich jetzt auch gerade. Ach, da jetzt. Oben, okay. Ist denn bei uns in der Nähe irgendwo ein Waffenladen? Ich sehe mich auch gerade nicht mehr. Ach, hier. Bäckerei. So. Zollstation. Hast du nicht gerade hier irgendwo? Gegenvorstellen. Alte Flaschen, Pfirsichplantage, Wassermelonenplantage. Schildkrötenhändler. Kirsch, Paketdienst. Wo hast du denn den Waffenhändler gesehen?
weiter oben, aber ziemlich weit weg von hier. Na, dann ist besser, du fährst zurück die ganze Stadt und gucke mal. Waffenladen hier. Genau, da unten bei der Kupfermine. Ja, unter, gut, du lootst mich ein bisschen. Unter der Kupfermine. Ja. Ja, oh. Fahr erstmal bis zu der Stadt wieder zurück, wo wir gespawnt sind. Mach ich von alleine Licht? Musst du Licht an? Nein. Ja. Danke. Ja, aber was wollen wir dann mit Waffen, wenn... Achso, du bist eine Bank überfallen. Ja, ich habe keine Ahnung, was man hier machen kann. Ich weiß es nicht. Weil wenn es nichts zu looten gibt, oder Geld verdienen irgendwie. Ja, du kannst natürlich die ehrliche Schiene einlenken oder die unehrliche. Ja, also ich würde erstmal ehrlich anfangen. Kann immer noch unehrlich werden. Na, dann sollten wir uns keine Waffen kaufen. Okay, wir kaufen keine Waffen. Ja, fahr trotzdem mal zurück. Ja. Und such dir da irgendeine Plantage aus, wo wir nur pflücken müssen. Ja, dann guck mal bitte, weil beim Fahren macht es das damit ziemlich. Naja, fahr erstmal bis da, wo wir das Auto gekauft haben. Ach du liebe Güte. Na, immer die Hauptstraße. Du bist ja auf der Hauptstraße, ja. Wenn das bleibt. Da waren doch einige Plantagen, Melonenfeld und Sachen so, das hab ich gelesen. Ja, wie ist das jetzt, wenn jetzt angenommen hier irgendwo die Polizei rumlümmelt? Und die sagen jetzt, die verfolgen dich, du haust aber ab. Was passiert denn da? Na, die jagen dich so lange, bis sie dich haben oder du tot bist. Ah, okay. Oder du entkommst und bist entkommen. Ja. Bist dann auf der Fahndungsliste oder was? Genau, dann bist du auf der Fahndungsliste, solltest du dann in einer Straßenkontrolle kommen und die haben dich auf der Liste, dann können sie dich da verhaften. Ach du Scheiße. Und den Knast stecken. Okay. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Also wir haben damals eigentlich immer erstmal gearbeitet, wie gesagt, dann bis zur Kupferverarbeitung hoch und bla bla bla. Ich weiß nur nicht, wo man jetzt hier Spitzhacke und so kaufen kann. Ne? Das brauchst du nämlich für Kupfer, wenn du Kupfer abbaust. Und dann musst du natürlich das abgebaute Kupfer dann auch wieder zum Händler bringen, ne? Ich bin jetzt schon wieder. Ja, du fährst hier wieder durch die See. Wo keiner ist. Ja. Ja, und am meisten Geld machst du halt mit Drohnen. Ne? Dich aber nicht erwischen lassen, ja, Hubschrauber. Darfst dich aber nicht erwischen lassen. Okay. Was ist denn da? Okay. Sie haben ja kurz die was? Na, die schreiben irgendwie einen komischen Kram hier. Was? Die ganze Zeit. Und die Drogen bringst du zum Dealer, oder was? Die Drogen bringst du dann zum Drogendealer, ja. Okay. Ist aber riskant, weil das ja halt verboten ist. Und falls die Polizei dich dabei ertappt, dann gehst du auch in den Knast. Ich sag mal so, ich meine, im Moment ist ja die Menge der Polizisten hier durchaus überschaubar. Also. Du weißt halt nur nicht, wo sie sich aufhalten. Das ist richtig. Hier sind sie scheinbar nicht. So, ja. Jetzt könntest du hier mal anhalten, auf eine Karte. Hinter uns ist ein Auto, hinter uns ist ein Auto. Ja. Ich halte jetzt hier an. Oder was mache ich?
Ja, du kannst ruhig rechts ran anhalten. Gut. Ja, mach ich jetzt. Hier ist gut zu parken. Oh, bitte! Ich kann nicht! Wenn ich jetzt aussteige, weg. Bin ja angeschnallt. Ich hab doch gar nichts gemacht. Jetzt redest du mit dem. Nö, ich kann nicht reden. Doch, ach so. Das geht nicht, weil mein Spiel immer wieder minimiert. Ich will vor das Fahrzeug treten. Was? Warte mal. Vor das Fahrzeug treten. Ja, ich will erstmal. Ja. Ich trete. Ich komm nicht raus. Warte mal, get out. Ja. Get out. Schönen guten Tag. Kommen Sie mal zu mir. Jo. Halt. Ist mit den Tasten nicht blöd. Kümmerst dich um den anderen. Ja, da kann ich nicht zu mir. Haben Sie einen Ausweis dabei? Wer denn? Ich? Ich hab keinen. Oh, bestimmt. Moment. Kannst du den, Silver, kannst du den mal hier bei mir sagen, dass ich nicht reden kann, weil sonst mein Spiel immer wieder minimiert? Warte. Aber das kann der Kollege da drüben bestätigen, dass ich von der Polizei bin. Sie sind kurzzeitig ohne Licht gefahren, wissen Sie das? Echt? Echt? Ja. Na hoppla. Sind Sie schon mal irgendwie straflich aufgefallen? Nö. Hallo, der Herr, von Ihnen hätte ich mal gerne einen Ausweis. Ich guck mal. Kannst du ihm mal sagen, dass ich nicht reden kann? Ich soll mal vom Kollegen sagen, der leider irgendwie mit seinen Tasten Probleme hat. Er kann im Moment nicht reden, der hat aber keinen Ausweis. Er sagt sie. Ich hab's mitgekriegt, wie heißt denn Ihr Kollege? Komm, wir gehen mal hinüber zu Ihrem Kollegen hier. Wie heißt denn Ihr Kollege? Daniel. Hoppla, das ist der Daniel. Ist der Daniel. Ich komme mir gerade ziemlich dämlich vor. Ja, Sie sind da. Der Herr Silver. Der Herr Silver. Omen. Hat Ihr Kollege, der Daniel, auch einen Nachnamen? Nee. Nee, nur Daniel. Haben Sie einen Führerschein noch für mich? Ew. Das ist ja super. Na? Sie sind auch extrem langsam gefahren auf einmal. War das Handy? Hatten Sie das Handy in der Hand? Nö, wir haben uns umgeschaut. Das ist neu hier. Das freut uns. Ich hoffe, Ihnen gefällt unser schönes kleines Inselchen. Ja, bis jetzt sehr. Ja. Das freut uns. Können Sie uns den Weg zum Waffenhändler zeigen? Okay, also wenn Sie wirklich ernsthaft beabsichtigen, hier einzuziehen bei uns auf unserer schönen Aldesinsel, würde ich Sie doch bitten, Sie auch noch quasi mit Ihr Vor- und Zunahme quasi komplett zu registrieren. In Klammern Accountname. Der hier hat Silver war richtig, oder? Jawohl. Also ich sollte komplett registriert sein, ja. Okay, also das habe ich dir doch gesagt. Ja, das Problem ist jetzt bloß, wenn ich jetzt das Kennzeichen von Ihrem Auto überprüfe, da steht bloß Daniel und Omen, da steht nichts von einem Herrn Silver. Na, Omen sollte aber mit in den Papieren drinstehen. Ja, aber es steht kein Nachname mit in den Papieren drin. Oh. Verstehen Sie, welches Problem ich meine? Ja, verstehe ich. Ich muss mal kurz... Weil das müsste dann auch noch angepasst werden, wenn Sie wirklich ernsthaftig bei uns spielen wollen. Und wir würden uns dann natürlich freuen, Sie bei uns zu begrüßen. Natürlich, das bekommen wir hin. Hoffe ich. Ja, ich weiß nicht, wenn ich bei mir die... So, Herr Kollege, dann können Sie mal Ihre Kontrolle fortführen. Die Feststelltaste drücke, dann... Wer kontrolliert denn jetzt? Er grüßt? Ja. Moin. Hallo, da dürfen wir jetzt wieder weg. Können wir denen das Auto klauen? Ey, klau die Karre. Ja, 1, 2, Polizei. Das geht nicht, oder?
Doch, das geht. Ich weiß jetzt leider nicht, was mit meinem Kollegen ist. Herr Kollege! Ja, er hat sich. Hat er noch Ihre Papiere? Ich glaube ja. Herr Kollege! Ich glaube, der hat Kopfschmerzen. Gib die Papiere erst, der hält die Papiere fest. Lass die Papiere los! Menno! Entschuldigen Sie, der ist wieder außer sich, aber der hält die Papiere so fest, ich krieg sie nicht aus einer Hand rausgezogen. Alles gut. Ich glaube, dem Polizisten geht's nicht gut. Was fahren Sie denn für ein Auto, ein BMW? Ich würde nicht Aufsehen erregen, du hast keine Papiere. Ja, ich bin Einwanderer. Und du bist prinzipiell stumm, also. Ja. Mal schauen, ob er sie loslässt, wenn ich eine Knackschelle gebe. Okay. Aber nicht zu fest. Nicht zu fest. Oder darf ich? Genau. Ich habe gerade sogar ein Geräusch gehört, wie eine Schelle. Ja, ja. Die haben sie ihre Papiere zurück, sie können dann weiterfahren. Sehr schön, danke. Einen guten Dienst noch. Okay, dann musst du... Ja, genau. Haben Sie den Schlag gehört? Ja. Ja, den haben wir gehört. Okay. Dann fahren wir jetzt zur Ausweichstelle. Und ich mache noch einen Ausweich. Ciao. Ja, ich hab's dir aber gesagt. Ja. So. Was hätten die jetzt gemacht, wenn wir die Bullenkarre gemaust hätten? Keine Ahnung. Oh, komm rein. Hätten sie sich, glaube ich, ein neues Auto gespawnt schnell und uns hinterher. Hat gesagt, ich hab kein Licht angehabt, der hat geschwindelt. Die Bullen sind korrupt hier. Ja. So, jetzt, ich bin zu langsam gefahren und hab kein Licht angehabt. Zur Ausweichstelle. Wo ist die denn? Ja, du hättest wieder da Richtung links da hoch. Ich kann ja von der links fahren. Ich hab doch mal Licht an, was haben die denn? Links hoch. Sag mal, Blinker gehen hier nicht, ne? Nee. Bei den Autos. So. Jetzt hier wieder links. Ja, das geht noch, da ist ja noch Straße. Ich glaube, das war eine Einbahnstraße, aber egal. Ich und geradeaus. Geradeaus. Rechtens vorliegen. Wo sind denn die so schnell hin? Die sind hinter uns, da ist das Polizeirevier da hinten. Ah, okay. Da sind wo sind ja die Ausweisbude? Halt. Wo? Hier, direkt neben dir. Oder? Das hier? Ja, das weiße Haus hier. Eieiei. So, dann machen wir halt... macht der das immer? Ich frage mich jetzt, er sagt, das Fahrzeug wäre nicht richtig registriert. Hä? Nee, irgendwie mit der Nachname fehlt. Okay, ich habe doch alles eingetragen. So. Kann gar nicht auf den... Hä? Nö. Hinsetzen, ja. Ich will mich wieso kann... Was war mit ihm hier? Na, der hatte auch noch Lizenz. Pilotenlizenz, so. Ich konnte auf den nicht zugreifen hier. Das war aber der. Ja. Was war denn oben? Da war gar nichts. Ach so. Du kannst doch aber, ich kann dir doch meinen Ausweis zeigen. Sag mir mal, was da drauf steht. Ja, er meinte aber nicht das Aus, er meinte nicht den Aus, aber den Ausweis hast du doch bevor du Auto gekauft hast gemacht. Richtig. Ja. Was steht denn in dem Ausweis drin? Weil ich sehe ihn ja selber. Omen Horse. Als und Vorname was von... und Silber. Als okay. Nachname. Okay. Er sagt, das Auto wäre aber auf uns beide registriert. Also weil du auch damit drin stehst. Nee, weil ich auch einen Schlüssel dafür habe. Ach so. Ging das jetzt? Nee. Nee, bei mir immer noch nicht. War gerade so, aber es geht nicht. Ich kann mich nur hinsetzen. Das ist schon wieder sehr komisch. Ist das vielleicht, kann man das nur einmal machen? Naja, ich habe es aber noch nicht gemacht. Ich kann es ja auch nicht. Stimmt.
Ja, dann kann ich auch nicht. Ich meine, vielleicht nur einmal nach Reset, dass das Astro nach Reset geht. Aber du hast es ja noch gar nicht gemacht. Pilot, ja, die ist wirklich teuer. Nee, ich hab's noch gar nicht gemacht. Hinsetzen. Zeigt er nichts an, wenn ich mit dem Mausrad scrolle. Nee, bei mir auch nicht. Bei mir auch nicht. Vielleicht muss man sich ausloggen, wieder einloggen. Ich hab keine Ahnung. Ja, oder der ist nur eine gewisse Zeit verfügbar. Vielleicht weiß nachts, dass der nicht da ist. Ja. Ja, aber der andere ist ja auch da. Ja, eben. Also der Pilotenlizenzen-Typ. Jetzt haben die. Aber ich meine, das ist ja das, was das eigentlich ausmacht. Ne? Deswegen wollen wir ja auch mitspielen. Kann ich auch jemanden anrufen? Ne. Das geht. Lass haben sie mit ihrem Handy gespielt? Ne? Hallo? Ich hab gar keins, aber ich hab ja eins. Lass mich illustrieren. Los. Ja, gesagt. Ja, jo. Ach so, da haben sich die Polizisten jetzt quasi auf uns gestürzt und jetzt sind sie ausgelockt, oder was? Das sind wir die Richt. Ja, wahrscheinlich. Ja, ein Polizist ist noch drin. Ja, ja. Neubürger behelligen. Ah, ja. So ist das. Ja. Einwandererpolitik, ja. Nö, ich kann auf den Heini nicht zugreifen. Ja. Können wir nur versuchen, Da ist aber wahrscheinlich eine gewisse Zeit. Oder halt einmal nach Reset. Wird das hell? Dass du nach dem Reset erst wieder. Also so macht das schon Spaß. Es müssten halt jetzt mehr Leute sein, ne? Weil mit so ein paar Hanseln ist das natürlich schwierig. Schade. Polizeikontrolle. Trotzdem hat wieder das Licht an. Korruption! Ich bin Polizist. Ich bin auch korrupt. Ich will Polizist werden. Ja. Bei mir kommt nicht so. Naja, aber wenn sie korrupt gewesen wären, hätten sie dir ja eine Strafe aufgebrummt. Na, für was denn? Ich habe ja nichts gemacht. Na, für kein Licht oder so, obwohl du ja Licht hattest. Dann hätte ich dir einfach gesagt, du klau die Bullenkarte. Ja, hätte man machen können. Da hätte man hier gleich einen guten Ruf. An die Autos kommt man aber nicht ran, wenn die auf dem Hof stehen bei denen. Die sind zugeschlossen. Nee, dann sind sie abgeschlossen. Schade. Ja, ja. Schade, dass die Pilotenlizenz so teuer ist. Wir müssen zum Rettungsdienst. Das ist ein Also mit Helis. Alter! Ja, du kannst hier richtig geil mit Helis fliegen. Ich wollte gerade sagen, dass der stürzt ab. Nö. Was denkst du, wie wendig die hier sind? Okay, das ist ein Rettungshubschrauber. Das ist leichter wie ein AMA 2. Okay. Ja, da hinten ist das Krankenhaus. Ah ja. Also müssen wir zum Rettungsdienst, da können wir fliegen. Ah, es sind ja auch zwei da vom Rettungsdienst auf einmal. Ja. Wenn man den Helimops. Na, den werden sie auch abschließen. Naja, klar. Also ich glaube, an sowas ist. Ja, von wegen, ohne Licht fahren. Die sind ohne Licht gefahren. Ja. Das zum Thema, ne? Das zum Thema. Ja, falls er jetzt aussteigt, kannst du ja mal fragen, warum der Typ hier mit dem Ausweis. Ich bin nicht da. Ich gehe. Naja, du kannst aber nur reden. Du kannst schreiben. Nö, ich will nicht. Schon wieder. Die sagen, warum wir hier rumlümmeln. Ich will nicht. Ja, ich will hier mich weg. Registrieren, aber geht nicht. Scheiße. Ich will nicht schon wieder. Ich. Geh hier. Der ist bei mir, komm doch mal her. Der sagt da irgendwas? Nee, der steht hier auch bei dem Ausweisritzen. Naja, dann sieht er ja, dass es nicht geht. Ah, hier ist er. Der ist wohl selber nicht registriert. Ich könnte ja jetzt sticheln und könnte sagen, wer fährt denn da ohne Licht? Schlange! Nee, geht nicht. Frag ihn doch mal, worum es nicht geht. Ja, well, meinst du, er weiß das, er wird es auch gerade rausfinden, dass es nicht geht. Office Building. Nee, es geht nicht. Er sagt aber auch nichts. Ja. Außerdem ist er alleine. Kann man die Leute eigentlich angreifen hier? Nee.
Nee, nur wenn du eine Waffe hast. Ja, also, ohne Licht fährt wie ein Schwein. Hier, guck dir das an. Na, warte, komm. Was denn? Ich weiß es nicht, ich möchte jetzt irgendwas Unrechtes tun. Ich habe noch keinen Ausweis. Ach so. Das ist mir doch egal, wenn wir unrechte Sachen machen. Ja, dann ist ja eh egal, dann wissen sie nicht, wer es war. Die Schlange macht gar nichts, oder? Nee, oder? Schlangen machen nichts. Kann man die nehmen? Nee. Nee, hallo? Die schlängelt hier nur. Ja, sieht so aus. Ja, ja, könnte ja sein, dass die dich beißt und du dann ins Krankenhaus bist. Da kommt doch schon wieder, sag mal, haben die nicht... Irgendwie ist es schon lustig. Er hat auf alle Fälle gesehen, dass es nicht funktioniert. Fertig. Ja, was tun? Den anderen Zopper nochmal angucken, das ist schon mal lustig hier, finde ich. Ja, könnte man sich Gedanken machen, was man... direkt hier einschlagen will. Hey, noch sind wir neutral. Wir wissen auch, wie die Polizei drauf ist. Also für die Pilotenlizenz, da braucht man richtig viel Kohle. Ja, wie ist das, wenn du jetzt zum Rettungsdienst gehst? Oder die Polizei, die hat ja auch Hubschrauber. Kriegt man die dann automatisch? Das weiß ich gar nicht. Ja doch, dann hast du alles automatisch frei. Okay. Wenn jetzt, ich meine, mein, wenn der Polizisten erschießt, der spawnt auch sofort wieder mit seinem komplettes Equipment. Ich meine, man könnte ja auch die Laufbahn eines Polizisten. Ein korrupter Sanitäter ist scheiße, der ist langweilig. Aber ein korrupter Polizist, das hat schon. Ja, was. Aber da musst du, glaube ich, auf ihren TS und so eine Geschichten. Ach so, eine TS. Ja? TS, nur nicht mein Ding. Genau. Und da musst du, glaube ich, dann auch, dass die hier deine Arma 3 IP und so irgendwie, ne? Die brauchen, ja, das können sie ja haben, das ist ja nicht so schlimm. Dann auch. Ja. Weil du kommst ja dann in die Liste da rein und spawnst dann mit der Polizisten-Dings da. Kommt da schon wieder. Jetzt hat er wenigstens Licht an. Also das zum Thema langsam fahren, ne? Was hat er denn? Oder was feiert er denn da? Keine Ahnung. Komm ich schon gleich wieder hergerannt. Und frag. Ja, ja. Was lungert hier rum? Ja, die Schlange hier. Ja. Wir sind Naturforscher. Ja, wir erforschen diese Schlange hier. Jetzt bewegt sie sich nicht. Sie guckt. Leute, es tut mir leid. Wenn die jetzt zubeißen würde, dann würde ich mich aber auch erschrecken. Die ist aber auch so planlos wie wir. Bei dir schlängelt sie sich jetzt davor? Ne, jetzt geht sie weg. Jetzt geht sie weg. Bei mir ist sie schon hier. Hier, bei mir ist sie hier. Hier. Ich stehe jetzt genau vor der Schlange. Hier, ich bin geil. Genau bei der Schlange hier. Okay, also bei mir ist auch eine. So, er geht da wieder hin. Geht das jetzt wieder, weil er hier ist? Das glaube ich nicht. Nee. Ich denke mal, das hat mit dem Reset. Der muss resetten. Könnte ich mir vorstellen. Nee, geht nichts. Ist das ein Parkplatz, wo er immer einparkt? Oh. Ja, das ist ein Parkplatz. Da kann man ihm weiterhelfen. Ey, er hat mich gerade gefragt. Komm schnell. Ja, ich komme, ich hab's gehört. Kann man ihm irgendwie helfen? Er hat leider keine Reden-Taste. Also ich übersetze mal. Er wollte sich einen Ausweis machen lassen. Das geht doch. 5000 musste er auf der Tasche haben. Wie viel? Ah, alles klar. 5000. Ich habe über 100.000 auf der Tasche. Ach so, der hat 100.000 Tasche-Sorg. Bargeld. Ja. Bargeld. Geht aber trotzdem nicht. Warte, er schießt jetzt den Gemeindetypen, ich weiß es nicht. Ach, er hat sich darüber gekriegt. Ey, ich arbeite richtig. Er bedroht. Ich will Polizist werden. Was wollte er denn jetzt zur Schelle gehen? Wenn das nicht gehen sollte, immer. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Nee, geht immer noch. Wenn nicht, würde ich den Reset mal aufmachen.
Wenn das nicht gehen sollte, dann würde ich mal nochmal Nickerchen machen. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Nickerchen? Nickerchen? Schlafen. Gehen. Kurz einschlafen, kurz wieder alles klar. Alles klar. Wird versucht. Das machen die Babys auch gerne. Okay. Wissen Sie, die Babys haben den besten Job. Die müssen halt einfach gar nichts. Der ist gruselig. Die werden angezogen, die werden alles gemacht. Ja. Schon ein bisschen neidisch, ne? Ein klein bisschen. Ein bisschen. Die ja, Polizei ist mir unheimlich. Ich gehe nicht zur Polizei, wenn die alle so sind. Und es recht, wenn die Mutter eine schöne Frau ist. Dann hat er Doppelpunkte. Ja. Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank steht er auf Frauen. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Oh ja, ich verstehe. Oh Gott. Okay. Gut, wenn irgendwas Fragen aufkommen, einfach mir schreiben. Ich versuche schnell zu antworten und schnell zu kommen. Alles klar, alles klar. Gemacht. Ich will nicht sehen, wie gut. Er kommt. Nee, ich auch nicht. Schönen Tag. Jo. Gleichfalls. Ciao. Ich habe Angst. Warum bitte nach Hause gehen? Verhaften okay. Sollen? Warum, Orca? Warum sollen die uns verhaften? Wir haben doch nichts gemacht. Noch nicht. Noch nicht, wir hätten beinahe aber noch. ja, ist klar, 50. Ne? Der wird uns schon noch. Der Tag wird kommen und wir klauen die Polizeikarre. Ja, aber er wusste jetzt auch nicht, woran das liegt. Schlafen gehen? Nein. Wo soll man hier schlafen gehen? Frage ich mich jetzt auch. Hat jemand eine Brust, wo ich mich anlegen kann oder was? Ich weiß nicht, wie man hier. Kann man hier schlafen? Weiß ich nicht. Hotel? Wir können in den Puff fahren, hier ist ein Bordell, ja. Ich denke immer, hier fährt was rum. Das ist ein Leuchtturm, der hier immer so leuchtet. Gut. Zivillandeplatz. Crafting-Station, Arztpraxis, Parkplatz, Supermarkt. Ich würde sagen, wir locken uns mal hier aus, weil hier als nächstes der Ausweis benötigt wird. Ich fahre aber das Auto mal lieber auf den Parkplatz, weil irgendwie, der hat immer da drüben geparkt. Ja. Weiß nicht, ob das... Das. Ich habe es gerade nicht verstanden, diese Story, aber gut. Okay. Ich denke mal, dass das ein Parkplatz ist. Ja. Ja, das ist ein Parkplatz. Ja. Nein. Achso, ich muss das aufmachen. Get out. Okay. So, Fahrzeug steht. Wo bist du denn? Na hier, vor dem Gebäude. Können wir uns ja hier... Man hätte es mal drauf ankommen lassen müssen, wenn die Polizei angefahren kommt, einfach über den fürs Gegenüberweg gehen. Was ist dann passiert? Na, guck mal, jetzt ist kein Polizist da, ne? Jetzt schnell Drogen. Oh. Aber zwei Rettungskräfte. Aber dann bräuchten wir... Ach, jetzt zählt auch eine Zeit runter, bis man sie auslocken kann. Okay. Apport. Bam, 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 bam. Und weg bin ich. Wo hast du dich denn? Ja, du machst einfach wieder, ne? Genau. Ach, da unten. So, wie gehe ich jetzt? Was ist das nochmal gewesen? Okay. Danke, dass du... Okay. Continue. Also wenn er auch auf den lustigen Server wollt, da waren gerade die Daten. Connected. Ganz schnell. Achso, jetzt habe ich den Server wieder verloren. Aber mal sehen, vielleicht lädt er ja gerade wieder neu. Danke, dass du... Ah, ihr seht das nochmal. Gamer Industry. Gamer Industry. Wenn er wollt.
So, alles klar. Ach, hier ist er. Okay, den tue ich mal favorisieren. Der ist bei mir, ist er in Favoriten drin. Ja, jetzt auch. Machen wir mal einen kurzen Cut. So, dann gehen wir hier raus. Ich will gleich mal Videos rüberladen, dass das nicht zu voll wird. Oder auch nicht. Also. Ja, das kam vom Server. Es macht schon Spaß irgendwie. Aber man kommt auf dumme Gedanken. Was für eine neue Spielerei meinst du denn? Ja, hier müssen wir auch raus. So. Das war jetzt nicht dieser hier. Warum konnten wir eigentlich nicht auf diesen hier, den wir hier stehen haben? Warte, guck mal gleich mal. Den Wefferling Sommer Live Server. Auf irgendeinen hat er uns rausgeschmissen. Ah, dann war das der wahrscheinlich, ne? Wegen Mods. Irgendwas war da mit Mods oder vielleicht fehlt uns da das Helikopter-DLC oder irgendwas. Irgendeine DLC hat es. Nee, das Helikopter haben wir ja. Nee, Helikopter haben wir. Jets. Jets, kann das sein? Ja, ich habe mal raus aus den Favoriten genommen, weil bringt ja nichts. So, der nächste wäre Epoch-Mod Survival. Oh. Ne? Aber kein Roleplay oder was? Nee, das ist kein Roleplay. Das ist einige DLCs fehlen. Du kannst den Server trotzdem beitreten, aber du hast möglicherweise keinen Zugriff auf bestimmte Assets, wie zum Beispiel Fahrzeuge. Na, das wird das Jet DLC sein, denke ich mal. Oder? Ach so, bei dem anderen, da steht das Gleiche. Okay. Ja, Jets fehlten da. Tag ja. Ops Mission Pack und Loves of War Pack Tanks. Ach so, die habe ich mir natürlich alle mitgekauft in dem Bundle. Also Panzer und Schisskram. Ja. Mhm. Ich habe alle Bundles genommen, außer die Jets. Weil also Jets. Der Server heißt hier der Rentnertreff, Epoch, Altes. Hey. Gucken wir mal, schauen ob wir mal da mal hochkommen. Kopieren nur fix die Videos rüber. Inhalte vorbereiten und beitreten. Hast du das vorhin? Nee, ich hatte vorhin ja genommen, aktuelle Auswahl. Der Inhalte vorbereiten, beitreten ist richtig. Das ist das, dass er die Mods zieht. Also, okay. Das müsste richtig sein. Warten. Ach so, vielleicht muss er dieses Epoch, ja, das muss er erst runterladen da. Ja gut, das geht ja wahrscheinlich schnell. Und diesen BW-Mod, und dennoch Base-Objekt vor Epoch muss er auch noch runterladen, dass man bauen kann. Da müssten dann ja Zombies sein, ne? Das sind ja Mods, die hat ja jeder, der Arma 3 gekauft hat. Ja. Also die sind ja gleich sowieso mit drinne. Ja, da müssten ja dann Zombies sein. Also, denke ich mal. Schauen wir mal. Aber wenn man so richtig drin ist im RP, das kann auch lustig sein. Also definitiv. Man muss sich halt nur drauf einlassen. Ja. Ist aber blöd, immer wenn ich die Großschreibtaste da, ne, gedrückt halten wollte, ist mein Spiel sofort minimiert. Nicht die Großschreibtaste, die Feststelltaste, die da drüber ist. Über der Großschreibtaste. Na, meine ich ja, die Feststelltaste. Die Caps App, Lock. Caps, genau. Wenn ich die gedrückt habe oder gedrückt halte, ist gleich das Spiel zip minimiert. Seltsam. Ja, das deswegen, ist ja. Komisch. Kannst du das nicht auf eine andere Taste? Kann man das nicht auf eine andere Taste legen? Ja. Da müsste man mal gucken. So, wie hieß jetzt der Server? Der Rentnertreff. Epoch, altes X64. Kann ich den hier irgendwie suchen? Den so, hatten wir doch ganz zum Anfang. Ja, ja, aber ich hab den hier nicht in der Liste. Ja. Nicht mehr? Aha. Na dann schreib noch mal der Rentner. Altes Live. So, Epoch hat er installiert. Jetzt tut er diesen BW-Mod. Ja, Bilder.
Host. Der? Und? Finde doch nicht. Hm. Ach nee, halt, was war das für eine Map? Na, altes. Ne? Fängt ja an mit Klammern de-pve, der Rentnertreff, Epoch, altes x64 new. Gibt's doch nicht. Den findet doch nicht. Na, du bist aber auch wieder ganz zurückgegangen, ne? Komplett aus dem Spiel raus wieder. Jetzt. So altes CDRF oder Nee. Epoch halt. Ja, x64 ja, okay. New. So, Inhalte vorbereiten und preisgeben. Alles klar. Zombies und Dämons. Ach du liebe Güte. Mhm. Extension ja Base Objects for Epoch. Ja. Wie viele waren da zwar drauf? Ich habe gar nicht geguckt. Da ist keiner drauf. Okay. Seltsam. Aber vielleicht gibt es Zeit. Naja, vielleicht sind ja die Zombies. Ne? Bösartig. Also. So, jetzt massig, bösartig. Ach, das letzte, das ging ganz schnell. Okay. Na, er lebt gerade Epoch. Aber... Epoch. Killer. Jetzt startet der Arma 3. Okay. Lade. Add-ons. Ein paar habe ich ja auch. Ja. Also hier auch. Hier Waffendings hatte ich mir damals, glaube ich, auch gekauft. Ja, mit den Fahrzeugen. Hier, ich habe Cards, Helikopters, Marksman, Apex. Das war teuer, Apex, glaube ich. Ja, Apex war teuer. War mal teuer, ja. Mhm. Aber wie gesagt, ich wollte eigentlich Ratze mal Bescheid sagen. Das war jetzt komplett, oder ist ja jetzt komplett alles im Angebot. Arma 3 mäßig. Nee, oder was wollte Ratze? Wollte der Arma 3? Ich weiß es nicht mehr. Na, Arma 3 hat er ja auch nicht gehabt. Ich glaube ja, weil das war komplett im Angebot. Deswegen habe ich jetzt die ganzen DLCs, bis auf die Jets. Ach so. Habe ich mir einfach mal alle runtergeholt. Ja, gut. Ach shit, ich hätte mich gleich obwohl Jetfliegen ist hier, glaube ich, einfacher in Arma 3. Okay. Ja, das ist... Naja, das Fliegen. Das genau, Fliegen des mit den Helis, ne? Was denkst du, was ich hier immer in altes Live mit einem Heli und übelst dicht über die Map ganz und Kurven und... Ja. Okay. Da muss ich ja manchmal Polizei abhängen und so. Da bin ich dann auch so bei der Häuserblöcker ganz dicht durchgeflogen und alles. Ja. Ja, Peter, was schlawinerst du hier wieder rum? Jojo. Ist aber schön, dass du antwortest. Macht nicht jeder Kater. So. Hier sind auch ein paar Leute sind hier drauf. 1, 2, 3, 4. Ich bin der fünfte. Okay. Ich nehme den Platz. Ja, ich lade noch ein Epoch. Bisschen Missionsdateien runterladen. 3912 Kilobyte. Hier ist nicht so viel. Okay. Die haben gar nicht in unser Auto geguckt. Oder können die in das Inventar reingucken? Ja, die können im Inventar reingucken. Ach so. Ja, aber so die Drogen verstecken kannst du ja gar nicht. Also nee, kannst du nicht. Du darfst dich halt nicht erwischen lassen. Wenn sie dich einmal zum Anhalten und du Drogen dabei hast, ne, dann hast du es erlebt. Ne? Dann holen sie ihre Handschuhe. Oder dann kannst du nur drauf treten und weg. Ja, oder wenn du bewaffnet bist, halt tust du so immer mal anhalten und ja, und dann steckst du aus, ballerst sie ab, steckst sie ein, fährst weiter.
Nur leider spawnen die mit kompletten Equipment gleich wieder, ne? Aber Ja, in ihrer klar. Polizeistation natürlich, ne? Ja. Also die müssen sich dann erst ein neues Auto Also, besorgen. genau, na, das haben sie ja dann da gleich. Brauchen sie Ja. bloß wieder, ja, irgendwie. Am besten du registrierst dich als Error? Achso, das Ash. ist das vielleicht so Error, was man so kennt? Na, Ja. guck mal. Okay, ja. Ja. Ja, hat bei mir das Epoch gleich geladen. Hey. Okay, Continuum. Oh oh. So, bin ich jetzt hier schon? Nee, noch habe ich irgendwie eingefrorenes Bild. Also hier so. Leitbild. Nee, nee. Also ich sehe unten schon meine Gesundheit alles. Okay. Das ist schon mal gut. Aber das Bild ist als, also im wahrsten Sinne des Wortes eingefroren. Okay. Ah, jetzt, okay, geht weiter. Loading, please wait. Bitte warten, glaube ich, heißt das, ne? So, jetzt bin ich drin. Oh, da sind irgendwelche Typen in irgendeinem Glasdingern drin. Im Glasding? Oh Gott. Ich Die bin auf dem Weg. schweben da drinne. Und Okay. ich habe schon eine Waffe, eine Pistole. Ein gutes Zeichen, aber schön. Ey, was machst du da drin? Komm da sofort raus. Okay. Unheimlich. Was muss man denn? Hier muss man hier auch wieder. Ah, okay. Hier kann man Ja. sich dann spawnen lassen, irgendwohin. Okay. Hier auch. Ja, merkt ihr nur, wo du dich spawnen lässt, dann komme ich hinterher. Wenn ich sobald das hier in Sack und Tüten habe. Ach nee, warte mal, das zeigt hier. Random. Dann drückst du Na, Ren? oben, nee, dann drückst du oben auf Dings, dann zeigt er die Karte an. Ja. Auf das grüne Spawn, da drückst du. So, und dann kann man wahrscheinlich hier ein paar Orte sich aussuchen. Also ich weiß jetzt nicht, wo wir. Oh, hier gibt es auch Atomzeichen. Okay. Wo ist denn das hier? Okay, das ist am Arsch der Welt. Wir können uns ja in Atira spawnen lassen, das zweite, was er anzeigt. Mama. So. Ah ja, dann drückst du zweimal auf den Ort und dann wirst du aus der Luft, fliege ich jetzt runter. Ah, okay. Fallschirm öffne ich erst. Jetzt? Macht er allein oder musst du? Nö, ich hab's sicherheitshalber, habe ich ihn Ach ausgemacht. so, okay. Ich weiß nicht Okay. genau. Fliegen wir ein bisschen jetzt hier rum. Oh, hier kann ich mit dem Controller wenigstens den Fallschirm richtig lenken. Nice. So. Oh Gott, trinken, essen ist mit ein Wups auf 29% runtergegangen. Wieso das denn? Vielleicht durch den Fallschirm verlierst du ja bei Epoch auch, wenn du also bei Arma 2 Ja, bei mit dem der Fallschirm Mann, der braucht runterkommst. ja ewig. Hätte ich den mal noch später aufgemacht. Na, ich hab Land gesehen und hab ihn geöffnet. Ich meine damit nicht Ja. Land in der Hose, ich meine hier richtiges Land, ne? Habe ich mir fast gedacht. Na gut, ich ziehe jetzt Kreise, damit er schneller runtergeht. Ja. Oioioi. Ach, es Scheiß, lädt, es lädt. kriegt man einen Drehwurm. Na gut. Ah, da unten steht ein Auto auf der Straße, ein grünes. Das wäre nicht schlecht, wenn es fahren würde. Ich hoffe, es ist nicht genauso kompliziert.
Ja, Leute, und dann spielen wir halt das, was uns am besten gefällt. Ja, wie gesagt, also diese Roleplay-Sache ist ja schon mal nett. Also die finde ich schon mal irgendwie. Ja, ich finde aber blöd, dass ich nicht reden kann, ja, weil die blöde Taste ja mein ganzes Spiel minimiert. Und wenn du das Reden auf eine andere legst? Ach so, das könnte ich allerdings mal nachgucken, ob ich das machen könnte. Taste switchen auf, was weiß ich, 1 ja, oder keine Ahnung. Das müsstest du doch wechseln können, die Tasten. Eigentlich. Weil du hast ja dann irgendeinen Befehl auf dieser Taste, dass das halt minimiert. Irgendjemand schießt hier. Oh. Mist. Vielleicht sein Auto. Nee. Schießt auf dich? Nee, schießt da hinten irgendwo. Oh, hier unten steht ein LKW. Oh. Hier wird geschossen. Wir hatten schon mal hoch. Schießen auf meinen Fallschirm. Oh. Das ist weniger gut. Unter mir steht ein gepanzerter Bock. Nee. Kann das eine Mission sein? Die schießen auf mich. Ich habe bloß noch. Ich habe bloß noch 22 Leben. Ist möglich, dass das eine Mission ist? Alter, ich sterbe gleich. Was soll ich machen? Solange du fällst, kannst du auch nichts machen. Aber wie komme ich denn in mein Menü jetzt rein? Auch nie? Ja. Ja, was kann ich? Habe ich hier irgendwas um mich? Oh, ich habe Kilo Hanf bei mir. Keine Verbände oder so. Ach, gibt's hier okay, gar nicht? Wie gibt's nicht? Ich habe hier keine Verbände drin. Cola? Cola? Blutest du? Also. Ja, wie trinke ich jetzt? Wie kann ich denn jetzt hier Cola trinken? Aufklicken und ich glaube, da steht unten Verbrauchen. Nö. Im Menü. Nö. Nee. So war es zumindest gerade eben. Naja, hier ist wieder anders. Ach du, Christi, tür mich zu. Ich weiß es nicht. Leben geht aber nicht weiter runter. Das okay. Könnte sein. Dass du es überlebst. Boah, dieser CUP-Weapons, das Leder, oder? Lol. Ich weiß nicht wer. Also ist das hier PvP. Aber Knochen habe ich gebrochen. Oh. Aber ich kann trotzdem laufen. Okay. Ich glaube, das ist PvE. PvE ist das. Ja, wer hat dann da mich geschossen? Gibt es vielleicht hier eine Mission? Ach so. Bots. Hm? Denn beide Rentner-Treff-Server sind PvE-Server. Ja, stimmt. Also ein Spieler wird es nicht gewesen sein. Dann waren es Bots. Klingt interessant. Ach so, deswegen läuft er so langsam. Weil es Ben gebrochen hat. Ja. Schön Zombie gesichtet. Nee. Ja. Okay. Ach Mensch, Leute, doch schneller, ich will auch gucken. Ja gut, der Botnik ist im Arsch. Da fehlt ein Rad. Aber jetzt wüsste, wie ich irgendwie was zu mir nehmen kann. Also wie gesagt, ich würde irgendwie, und wenn du im Inventar draufklickst, geht's auch nicht. Irgendwie zeigt er nichts an. Nein. Das ist wohl seltsam. In die Hand legen? Kannst du es irgendwo in die Hand nehmen? Also. Ja, warte mal. Ich versuch's mal. So, I. Ich habe hier auch noch schicken. Ach, hier ist so ein Small Energy Pack. Ja, da schmeißt das darüber und dann. Dann wieder darüber. Komisch. Aber wie kann ich denn das benutzen? Denn bei Standalone musst du es dir ja in die Hand geben. Also Hand nehmen. Ah ja, hier, warte mal, Trink.
Gut, das ging schon mal. Ah, okay. Zweimal anklicken. S. Essen ging auch. User. Kraft. Okay. Hier ist ein Crafting-Menü. Aber ja, ist ja Base-Building-Dingsbums dabei. So, das habe ich jetzt verbraucht, aber ja, mal sehen. Musste zweimal so klick-klick, ne? Aber trotzdem Doppelklick. Habe ich immer noch Bein gebrochen. Okay. Nur das Trinken und Essen ein bisschen höher gegangen sind. Was ist hier? Warte mal, so wieder die Mods runterlädt, kann ich ja in seinen Stream gucken. Pinkend. Keine Ahnung. Eisendreh. So. Okay. Eine, das ist eine Farbdose. So. Tja, leider ist es das Schnellste. Ach so, du kannst, also durch deinen Beinbruch. Ja, siehst du doch. Deine Hose ist auch sehr blutig. Ja, ja. Oben das Zeichen. Hörst du? Da ist ein Auto. Nee. Ach so, klar, ich habe keinen Ton an bei dir im Stream. Naja, prinzipiell, wenn es Spieler sind, können sie dir ja nichts tun. Tun sie dir ja nichts. Da hinten. Wenn es Bots sind. Da laufen Bots. Ja. Oh, und ich bin dort. Die haben mich geplättet. Ja, aber ich wusste ja sowieso nicht, wie ich mich, ne? Ich hatte ja nichts. Ja, ich hätte zwar auch kurz versuchen können zu schießen, aber am Anfang ist das nicht so schlimm. Das war wieder dieselbe Map, wie wir gerade hatten, ne? Nee. Weiß ich, nee, ich glaube, es ist eine andere. Okay. Bist du dann auch in den Raum? Ach nee, du bist noch gar nicht. Es lädt noch. Also. Es ist dieses CUP-Weapons, das zieht sich. Da sind wir jetzt bei 80%. Ja, du hast die schnelle Internetverbindung. So, ich bin jetzt wieder hier in den Raum, wo man gucken kann, wo man spawnen tut. Ja, ich guck dir gerade über die Schulter. Drei. Ich bin vorhin hier rangegangen. So random. So, dann hast du hier oben, ne? Dann zeigt er dir hier die. Aber hier war ja schon mal. Naja, soll ich da nochmal hin? Da haben sie ja geschossen. Vielleicht geh irgendwo hin, wo es weniger geschossen wird, beim Anfang, dass man erstmal in Ruhe sich umgucken kann. Na, dann hier, wo nichts ist, ne? So, dann klickst du hier zweimal an, dann machst du Abflug. Oh, man hat jedes Mal andere Klamotten an. Ist ja auch cool. Ja, Agios Konstantinus ist jetzt, ne? Aber ich öffne diesmal später den Fallschirm, oder? Tue ich mal gucken, ob ich was automatisch macht. Na, ich habe sicherheitshalber geöffnet. Angsthase. Naja, beim nächsten Mal. So, ist denn hier keine Stadt? War hier nicht eine Stadt in der Nähe? Doch, da unten. Segeln wir mal dahin. Da so. Da, ja.
sind schon mal Bots. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen interessant. Ne? Ja, das würde ich auch sagen. Und vielleicht weißt du nicht, ob hier noch Zombies rumrennen. Ich denke mal schon, weil wir haben ja, der Zombie-Mod wird gerade bei mir geladen. Zombies und Dämons. Oder Demons. Okay. Komm, lade. 98%. Jawohl. Ja. Ding, ding, ding. 3 Stunden später. Hey, lade weiter. So, jetzt sind wir endlich wieder angekommen. So, Leute. Jetzt habe ich eine weiße Tracht und... Jetzt geht's los. So. Oh, hast du auch schon eine recht gescheite Waffe, ne? Ja. Aber von der Grafik her ist die Standalone noch ein Klatsch besser. Ne? Ja, so. Auf jeden Fall. Das ist ein bisschen wie ein Übergang hier von Arma 2 zu Standalone irgendwie. Ich weiß, das ist... Von Arma 3, meinst du zu Standalone? Hm? Ja, ja, Arma 3 war ja vorher schon. Ne? Ja. Vor der Standalone draußen. Stimmt. Ich fand immer, dass sie hier so komisch laufen, dass das komisch aussieht, wie sie laufen. Das sieht anders aus auf alle Fälle, ja. Das stimmt. So, gehen wir mal hier. Ah ja, hier unten ist Küste und so. Aber wir können ja hier mal gucken. So. Hier irgendwas finden. Ja, hier kann man natürlich wieder looten, ne? Jo. Das ist... Ah, ist das muss was? Ich da jedes Mal dann so hingehen? Ein AMS. Was soll das sein? Scope. Also ein Ding, Fernrohr. Ach so, hätte ich das jetzt. Wo ist ich glaube, du kannst das an deiner Waffe machen, ne? Ja, wo ist das jetzt? Na, an deiner Waffe. Ach, ist das schon dran, ne? Ich würde sagen, das sieht so aus, ja. Guck mal, nimm mal die Waffe hoch. Also guck mal, also geh mal raus und ziel mal mit der Waffe. Oh ja. Ich denke, das ist dran. Ja. Okay. Siehst du? Cool. Gleich dran gebaut. Nicht übel. Oh, da. Nee, da. Lichtschatten. Naja, gut. Könnte man jetzt so? Noch extra Zoom, ne? Aber Zombies nicht in Sicht, ne? Nee, noch nicht. Könnte auch sein, dass sie nach einer Weile erst spawnen. Ja. Startgeld haben wir nicht, sehe ich gerade. In den Baustellen. Ne. Was ist das hier? Fragezeichen? Ja, gemütlich zu. Ist das ein... Eine Kiste? Ne, eine Werkbank. Ach so, ich habe die Dinger aufgemacht. Die Schubkästen. Okay, das ist da gut. Aber ein Fragezeichen angezeigt ist. Ja, vielleicht, weil du die Schubkästen aufmachen kannst. Irgendwie. Ja, warum auch immer. Oh, ich will
auch. Ups, Zaun. Hey, lässt du mich los? Ah, draußen. Was? Alter. Die stehen vor der Hütte. Alter. Ja, ja. Ach, die haben mich schon wieder getroffen. Die Schweine. Ja. Autschi. Den ersten Stock hat die Hütte nicht, gell? Nee. Was? Da, Zombie. Wie, wo? Achso, der Stream ist zeitversetzt, gerade. Ah. Alter. Die haben mich erledigt. Gut, also Wildspawner rennen auch hier rum. Richtig. Und dies ist ziemlich hart. Hart Tobak. Ja. Ziemlich harter Tobak. Ist altes, ist die gleiche Karte. Ich weiß, die sieht aber anders gestaltet, ein bisschen vielleicht. Ja. Mensch, was lädt der denn hier nur zusammen, ey? Ach, du lieber Gott. Na, schauen wir mal. Müsste doch jetzt eigentlich bei dir langsam mal durch sein. Nee. Er hat noch, warte, 1, 2, 3, 4 zu laden und an einem Krauter gerade rum mit 51%. Ja, das ist der Nachteil, wenn alles hier über das Internet geht. Fernsehen und schlag mich tot. So, jetzt gehe ich mal darüber. Ist aber, glaube ich, mal das gleiche, ja. So, da war also auch fett. Guck mal, hier ist ein Bunker. Okay. Edelstein. Und hier. Jetzt zeige ich da mit einem Pfeil dahin. Banditencamp. Achso, nee, da wird ja dann auch. Ja. Jetzt ist man schon hier gespawnt, wo nichts war. Aber da war ja dann doch was. Richtig. Also ist es egal, wo man spawnt. Service Point. Kavala. Lassen wir mal nach Kavala. Kavala. Nein. Sicherheitshalber. So. Ich glaube, der geht nicht von alleine auf. Ich weiß. Aber ich hatte auch so ein Gefühl, dass. Ja. Weil du. Wir wollen dahin. Viele schöne Häuser. Ah, hier wird schon wieder geschossen irgendwo. Alter. Ich höre schon wieder Knistern. Ein LKW unten links. Oh, da ist Schrott scheinbar. Jo, so. Ja. Ah ja, hier in die Stromdinger rein. Erstes? Ja. Wahrscheinlich von da oben. Alter, da geht doch ganz schön zur Sache mit Bots, hä? Heiliges Blech. Ja.
ein Rock. Okay. Das. Ja, nett. Ja, hier zeigt er gar nichts an. Okay, Gold. Ja, das kann man immer mitnehmen. Und Blue King Burger. Was? Burger King Burger? Nee, Blue King. Edden. Okay. Edden. Sardine. Ja, komm, erstmal Edden hier alles. Ich denke mal hier die leere Büchse. Ist das sowas, ne? Die was? Tint, eine leere. Eine leere Zinn. Weil empty Dose. Ja, Müll. Ja, hier Müll. Kommt das raus. Nein, den nicht. Den nicht. Na, das Gold behalten wir. Ja, wieso will er den jetzt nicht? Hallo. Geh rüber hier. Doppelklick? Hab ich gerade versucht. Nur weil das hier rüber. Seltsam, seltsam. Ach, naja. Bleibst du halt. Ich höre hier aber Funk und so. Kann das sein, dass es von den Bots ist? Möglich. Guck mal da oben, Windmühlen. Gut möglich. Schick. Blöd, dass man nicht erkennt, was das ist hier, ne? Ja. Nö. Das ist wie eine Pfanne oder was auch immer. Ein Helm. Tor. Okay. Ja. Himmel. Ich bin Thor. Der Götter. Gott des Blitzes. Und Donners. Wo war denn? Hier war doch die Stadt. Da wollte ich hin. Ja, wenn sich mein Spiel lenkt. Oh! Ist leider ein bisschen schneller. Das ist also der Loot ist nicht erkennbar. Man muss da immer eine Robe. Ja. Ja, das ist ein bisschen blöd gemacht. Ja. Dass alles so aussieht wie das da. Ja. Ja gut, das liegt vielleicht an der Modifikation oder was. Weiß, wer weiß. Zombies sind so recht sparsam. Also, noch. Ah, viel Loot findet man nicht. Wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, den kriegt man dann eher, wenn man die KIs abknallt, oder wie? Ja, das ist möglich. Schinken? Ja. Ah, jetzt klappt's. Add. Okay, das will er nicht. Mal schauen.
Okay. Ja, da wollte ich hin. Ist das eine Art Krankenhaus oder so? Mal gucken. Wenn ich nicht gleich wieder abgeballert werde. Ach nee, das war ja das hier. Kann ich jetzt meinen Ausweis? Ach, jetzt ist er weggezogen. Was? Ja, hier, er stand auch hier mit dem Ausweis. Ach so, ja. Wir gehen mal hoch, da haben wir ein bisschen Überblick. Ja, ja, der Polizist. Naja, jetzt bist du ja hier zur Apokalypse. Oh, da brauchst du keinen Ausweis mehr. Kabel und das ist die Munition, die ich vielleicht. Ich nehme sie mal mit. Licht. Bisschen besseren Überblick. Ja. Da ist das Krankenhaus da drüben. Ah, ja. Aber haben die da noch extra Gebäude drauf gebaut auf einem anderen Server? Nee, das sieht genauso aus. Ja. Da ist das Polizeirevier da hinten. Ja. Da. Mhm. Da oben ist der Heli gelandet. Stimmt. Da ist einer unten. Zombie. Da. Ja, Spaß. Da ist der Zombie. Und ich jetzt besuchen? Nee, geh weg. Wir kuscheln. Na gut. Hier lädt bei mir lädt gerade irgendeine Vehikeldatei. Vehikel? Hast du schon mal ein Auto gesehen? Nee. Naja, außer kaputt den Botnik da, den wo das Rad fehlte. Ja. Jetzt regnet es draußen. Hm. Wie ist denn das hier mit dem Nasswerden? Bist du nass? Also kannst du nass werden? Ja. Ist das Sommerregen. Ja, ich weiß 37 Grad, also. Oh, da hinten. Ja. Da hinten. Ja. KI. Die böse KI. Oh, da. Ohne Deckung. Okay, einen habe ich aber auch getroffen. Der da, siehst du? Da? Ja. Ja, gut, man hätte jetzt ein bisschen mehr mit Deckung arbeiten müssen. Ja. Wie viel sind das denn? Drei, ne? Hm? Ja, drei. Drei war's. Ja, kann man sich ja mal merken. Boah, Ladezeiten des Todes, was ist denn hier nur los? Ey? Mann. Du wurde später. Sind überhaupt noch andere Spieler mit drauf? Zeigt es irgendwo an? Ja, fünf. Ja. Also vier.
komm, lad die Vehikel da drin. Echt? Immer noch bei den Vehikel da drin? Ja. Geht sehr, sehr langsam. 37%. Weil der zeitgleich irgendwas mit Zombies lädt. Echt? Also das war bei mir wahrscheinlich schon runtergeladen mit den Zombies. Ist möglich. So, jetzt haben wir ja schon mal da. Da, genau. Was sind das da unten mit dem Edelstein? Oh, jetzt habe ich wenigstens mal was Armeemäßiges. Ja. Ach ja. Stimmt. Jetzt bin ich ein Soldat. Das könnte mich nie mehr töten. Naja. Man weiß nicht, man weiß Boah, nicht. Hab ich ein Schwein gehabt. Hat er den jetzt alleine aufgemacht? Nee, ich hab gedrückt, wie der Schiss gekriegt. Also okay, er macht's nicht alleine, denke ich. Alter, ist das nicht Schiss? Nee, es ging. Uiuiui. Ja, die Arme schon blutig. Bein gebrochen, na prima. Bist du schnell runtergekommen. Ende. Jetzt humpel ich. Und dran, niemand kann den Soldat stoppen. Außer ein Fallschirm. Ja, wenn die KIs jetzt hier vielleicht was dabei haben. Ja. Man gerade so eine schöne Kleidung mal gekriegt, ne? Ja. Ja, man kann ja auch zu seiner Leiche zurück, ne? Ja, könnte so. Da ist ein Zombie. Mhm. Komm her, willst du was von mir? Was? Was ist denn das, was ich habe hier? Betäubungsspritze? Okay, die bringt ja gar nichts. Ich kann, erinnert mich irgendwie an das Luftgewehr. Ja. Nee, ich will nichts von dir. Die sind irgendwie gar nicht interessiert. Wieso habe ich jetzt wieder 83% Leben? Was? Durch deinen Sturz? Aber was soll denn das? Was? Ja. Ah! Alter! Was geht jetzt ab? Ach, da sind die Zombies. Jetzt hast du noch 53%. Ja, weil er mich behauen hat. Oh Gott, da ist noch einer. Okay, es gibt sie also doch. Das sind mehrere. Mhm. Die guten alten Untot. Nein, du sollst die Tür zumachen. Sind das für eine blöde Waffe? Ja, weiß ich nicht. Betäubungswaffe vielleicht. Ja. Luftgewehr. Da ist ein Fernglas. Mhm. Kommen wir immer noch hinterher? Nicht. Ich hör die noch. Ja, kann ja sein, dass er noch schreien oder? Zombies, ne?
Kann das sein, dass ich hier dann KIs betäuben kann und... Aber wie viel Schuss hast du? Entweder 0. War das Beste jetzt in meiner Situation. Ein Soldat kann nicht. Ups. Doch, meine schon. Manchmal. Heile Auto. Mensch, Schätze, ich komme gleich hin hier. Zeigt er den jetzt so hier? Bist du so ein Behälter verbannt, weil du so viele gestorben bist? Ja. Ich habe noch kein Gesicht bekommen. Nee. Deine Leben sind aufgebraucht. Jetzt wirst du als Zombie wieder geboren. Hm? Mission failed? Keine Ahnung. Püsch. Oh, bist du das? Nee, nee. Das oder? Kann, nee, das bin ich. Ich wäre es gern. Oh, vielleicht jetzt. Hm. 70%, ja. Und die Hände hoch. An seinen Rucksack. Hier ist eine Blume. Eine Blume? Edelstein. Ja, was liegt denn da unten in der Stadt? Gucken wir mal. Ja, gar keine. Das hat nichts zu sagen. Müsste man nur gucken. Scoops. Da sind Missionen. Das sind so eine Mission wie bei Arma. Ah, ich sehe es gerade. Also der Bunker, das sind Missionen. Ja. Ja. So. Ah, hier, 36 AI, 21. Okay. Was ist das? Das Camp? Military Camp. Schau mal. Wir wussten das für Blumen. Zeigt er da was an, wenn du auf die Blume gehst? Nee, nee. Hm. Aber hier, der dürfte in der Nähe von dem... Nee, doch nicht. Airport, ne? Hier. Das ist... Also, Telos. Das ist ein Airport, ne? Nummer nochmal. Ist das eine rosa Waffe? Oh, das kenne ich da noch. Das ist eine Bank. Also da war immer... Aber da will ich nicht hin. Okay. Das sind nur die Kugeln hier, wo wir drin gespawnt sind. Ja, ja, eine davon. Aber das sind, ja. Da war immer auf dem alten Server die Bank gewesen, die Hauptbank. Okay. Man so sagt, die Staatsbank.
möchte auf jeden Fall nicht mal so eine Scheißwaffe haben wie beim letzten Mal. Zombies kannst du damit anscheinend nicht betäuben. Nicht wirklich. So, hab ich jetzt eine richtige? Ja, ne? Ja. Die ist zumindest schon mal rosa. Ich hab 30 Schuss. Ah ja, das scheint eine, also, das scheint eine mit Bums zu sein. So. Das ist ein rohes Stück Schaf in deinem Inventar. Ja. Hier ist ein Zombie. Oh. Ja. Alter, was fällt da aus? Kopf. Tot. Hui. Irgendwo grunzt hier noch ein anderer. Hat sich aber auch getatzt. Ne? Oh. Er hat was gedroppt. Ein Goldbaum. Fallen lassen, Vorschreck. So ein First Kit. Ach, das ist gar kein Goldbahn. Das ist 8 Kits, das saß wie Gold. Was? Wer schreit hier? Oh oh. Was? Der hat keine Arme. Jawohl. Uiuiuiui. Kann man schon mal nicht schlagen. Aber der verhält sich komisch. Das ist vielleicht so ein Dämon. So ein Nicht-Zombie hier, so ein anderes Ding. Der verhält sich komisch. Jawoll. Ja. Ist er noch hinter? Ah ja, es kommt. Der hat einen Speisig. Ja, wo denn auch? Ja. Da kann das nicht halten. Oh, da hinten war was Größeres. Was? Ja, warte. Was Größeres? Hörst du das? Nee, ich hab den weißen Zeug nur schallen. Das Geräusch? Oh, oh. Oh. Alter. Das ging schnell. Ja. Ist das ein Spieler? Ach nee, das ist ein Zombie. Guten Appetit. Wieso ist der jetzt weggeflogen? Du hast ihn umgehauen scheinbar. Oder schmeckst du so schlecht? Ja. Er hat sich gleich verabschiedet. So, der nächste Mod lädt Gott sei Dank schneller. Da muss ich sagen, da hat mir das RP bald besser gefallen. Aber weil du da schneller raufkamst? Ja, ich meine, wenn du hier einmal drauf bist, geht's ja, ne? Wenn du stirbst, das ist ja ziemlich zügig. Aber erstmal die ganzen Mods laden. Warum explodieren in deinem Stream eigentlich die Charakter? Ist das, wenn man jetzt eine Weile schreiben tut, dann ja. Also wenn jemand schreibt,
Dann spawnt, wenn er sich keinen aussucht, spawnt random einer, ne? Ein Dings. Und dann bleibt er 3600 Sekunden drinne. Wenn derjenige gar nicht mehr schreibt, geht er nach 3600 Sekunden, dürfte ungefähr eine knappe Stunde sein. Dann explodiert er. Aber was das mit dem Typen mit den Gläsern auf sich hat, das wissen wir auch nicht so richtig. Ich denke mal, das ist einfach nur ein anderes Feature für das, als wenn gleich die Karte kommen würde, weißt du, wo du spawnen kannst. Ja. Ja, und hier kannst du halt dann an deine. Hier kann man ja noch nicht schießen. Ach doch, Juri. Entschuldigung, ich war das nicht. Schnell weg. Hier. Ja, du machst ja gerade Freunde. Ja. Okay. Oh, was ist das für eine Gegend? Ja, lieber dahin. Oh Mann. Ich habe übrigens rausgefunden, wie man in das Standalone jetzt anfängt zu bauen. Ah, schön. Können wir morgen gleich mal ausprobieren. Ja, ich würde es mit dem Zaun, ich würde mit dem Zaun enden. Okay. Das ist erstmal das Unkomplizierteste. Ja, und diese Steindinger hier, die hast du nämlich hier auf der Karte sehr viel. Steindinger? Naja, diese hier. Ja. Du kannst zwar mit einem, ne, hier normal, guck mal die Höhe hier, du kannst hier ganz normal rüberlaufen. Ja. Aber mit einem Auto wäre jetzt schon wieder Rad kaputt. Naja, klar. Na gut, das ist aber ein Arma 2, also wenn du diese Steinwände hämmerst. Ja, aber kannst du bei der Höhe in Arma 2 kannst du bei der Höhe nicht so rüberlaufen. Ja? Ja, das stimmt. Ja, so einfach. Das stimmt. Ja. Das ist richtig. Zunge draußen, ist das die aus dem Ziegensimulator? Oh ja, Ziegensimulator. Was ist das hier eigentlich? Satellit? Ja, hab ich mir auch gerade gehört, das Gelbe da. Okay, Kopfschüsse. Fallen sie gleich um. Ja. Kommt her, ihr. Mann. Oh, ich glaube, ich hab's geschafft. Mach ich fertig. Ich weiß es nicht. Er hat alles gedownloadet. Hab ich einmal getroffen.
Das war. Wenigstens einmal auf dem Zauber sein. Ja. Wo bist du denn? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube. Hast du eine Map? Warte. Hier bin ich. In Selangkano. Selangkano. Ja, steht glaube ich auf der Dings. Selangkano. Was ist das denn jetzt hier? Selangkano, okay. So, mein Laden. Wieder 100%. Kommt doch her, jeder wird bedient. Hier war wieder gerade so ein hässliches Geräusch. Hallo? Mein Nachbar hier? Nö. Na Leute, hinnimmt. Was? Moment. Ich will wissen, was für ein hässliches Geräusch. Das ist, das, wirklich wissen. Das ist ein normaler Zombie. Der da? Ne, ist auch ein normaler. Oder dieser Armlose macht diese Geräusch, als wenn es ein 2 Meter, 3 Meter möglich. Zombie wäre. Gut möglich. Ah, hier. Hier habe ich gerade gehört. Ist er hier im Haus drin? Nee. Okay. So, 580 Stühle steht denn? Oh! Was? Bin mitten reingerannt in einen KI-Haufen. Oh. Endete nicht gut. Anstatt die mich herzlich begrüßen, ne, und gegen die Zombies. Dann, dann sehen wir uns gleich in der Lobby. Ja. So, nachdem ich jetzt hier 100 Jahre Mods geladen habe, haben wir jetzt hier meinen. Einen anderen Testserver, der Rentner-Treff. Passt ja. Nee, also ich meine jetzt nur für YouTube. Achso. Die wissen ja nicht, dass ich jetzt gerade hier die Mod-Leute-Tour meines Lebens hatte. Na, schauen wir mal. Aber irgendwie stirbt man hier sehr schnell. Ja. Auf jeden Fall. Aber ich sehe gerade hier, unter der Rentnertreff laufen auch Ark-Server. Okay. Ja, ich Rust, weiß. Ark. Ich weiß. Hm.
Seven Days to Die, Conan, Darkland und so weiter. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Ich glaube, die Jungs freuen sich da. Mhm. Wenn ihr wollt. Error. Ah, den hattest du auch, diesen Error. Ja, ne? Ja, das ist wie bei Arma 2. Fühlt man sich gleich wie zu Hause. So, allgemeine Informationen, die gehen jetzt sehr schnell vorbei. Ach, hier sind sie wieder. Okay. Continue. So. So. Warte in der Lobby, ich bin irgendwie gleich da. Gender selected, please wait. Ach so, in dem Glas kann ich mir Männlein oder Weiblein aussuchen. Ups. Echt? So habe ich es jetzt verstanden. Mhm. Ich bin Männlein. Bist du der hier? Ich bin der hier, ne? Ja, der da. Ja. So. Lieber Inventory, wie beim Dings. Oh, alles klar. Gut, das. Achso, ich muss meinen eigenen nehmen. Wieso liegen da überall Rucksäcke? Keine Ahnung. Oh. Vielleicht wollen die den nicht haben. Na dann lass uns mal in... Warte mal, wo denn? Select Spawn? Ja. Ja, genau. Oder? Und dann Atari? Warte. Atira, ja. Das zweite und dann doppelt anklingen in Atira. Okay, Falle. Ja. Ich sehe nichts Grund. Ah, jetzt. Mal aber im Falschen und mich zur Zeit, ja. Ne. Aber auch nicht zu spät. Na toll. So. Oh, es geht nicht. Doch, Alter. Hui. Es geht doch. Jetzt wird es auch noch dunkel. Oh ja. Ich sehe dich gar nicht. Oh, ich hab's irgendwo explodieren gehört. Echt? Nö. Bei mir ist Stille. Oh, ich sehe dich nicht. Ich sehe dich doch. Du bist da unten. Du bist gerade gelandet, wa? Ja. Ich sehe dich. Ich hab's in der Hippie-Frisur. Bleib mal bei diesem Herrenhaus da. Oder was das da ist. Ich sehe hier eine Hütte. Siehst du mich, wenn du hochguckst? Nee. Ab da kommt er runter. Jo. Hier bist du doch hier unter mir, ne? Ne, du bist genau über mir. Herrenhaus. Nee, das ist, glaube ich, bloß Müllhaufen. Oh Gott, ich sehe ja irgendwelche Schrotthütten. Ja. Wieso läuft meiner so komisch? Ah, jetzt. Jetzt nicht mehr. Hä? Ich höre irgendwelchen Funk. Ja, den hört man. Achso. Okay. Jetzt immer heute. Bist du gelandet inzwischen? Noch nicht. Bist du bei der kaputten Hütte da? Ja, bei der? Also. Ja, bei der einzelnen oder bei der kleinen. Hier ist eine kaputte. Nee, da rennst du, ja, ist ehrlich. Okay. Ihr schießt. Ja, ich hör's. Nur wo? Irgendwo auch Raketen. Da läuft ein Zombie. Hinter uns schießt. Die schießen auf mich. Okay, wo bist du denn? Na, ich lande gerade vor dem Haus. Ach, du landest noch? Ja, hier. Ach, hier. Okay, die schießen von da hinten. Warum hast du so eine große Bumme und ich nur so ein Spielzeug? Ich habe wahrscheinlich bloß eine Schrotflinte. Oder? Ja. Naja, bloß. Und da
hinten, ne? Haben sie die Chance. Ja, hinter uns. Wollen wir rüber in die Stadt oder wohin? Jo, jo. Zwischen Gebäuden ist immer noch am sichersten. Ja, das habe ich auch so im Gefühl, irgendwie. Kann ich dich irgendwie hacken? Nee. Hold Space, warte mal. Warte mal. Gruppenmenü, zack. Gruppenmenü. Temporär. Ist das nicht hier auch F5? Nee. Hä? Warte mal, da muss ich irgendwas schreiben. Okay. Schreib ich mal. Daniel. Alter, das sieht komisch aus. So, geht auch nicht. Okay. Nochmal. Gut, dann schreiben wir es halt so. Create Temp. Okay. Ja. Okay. Ich verstehe es, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Teamgruppe, ja, irgendwas. Okay. Kein Plan. Hier irgendwo sind Zombie dann gestriffen, aber. Sehen nicht mehr. Vorne ist eine Tankstelle. Ja. Hier ist ein Haus. Oder was auch immer. Kann man ja mal gucken. Na? Mach ob die Hütte. Nee. Na? Drin. Hm. Das hier einer gebaut oder ist das normal? Das war eine Niete. Und der Tankstelle? Wow. Ja, das ist hier zum Hochgehen. Da hinten. Hm. Das hier. Oh, hier liegt Zeug. Das hat einer gebaut. Weil hier ist ein Haar zum Landen. Vehicle Repair Set. Wieso kann ich das nicht nehmen? Ah doch, ich kann es nicht. Ach hier, auf der Tankstelle. Ja, das hat einer gebaut. Okay. Wo? Weil hier oben hat er ein Haar hingemacht für Lande. Okay. Und da muss ich jetzt aber mal ganz ehrlich sagen, da sehen aber die Bauteile im Arma 2 schöner aus. Ja. Irgendwie. Das sieht aus, als wenn es verschimmelt ist. Oder sehe ich das nur so? Nee, nee, das ist richtig. Also sind die durchsichtig. Ich sehe die Lichter da durchleuchten. Ja. Nix. Epoch. Ach, hier kannst du dein Auto umskinnen. Ja. Ummalen. Couch. Kann aber auch Loot drin sein. Ja. Weißt du? Die auseinander gemacht. Eine Smoke-Granate war da drin. Okay. Kann ich das mit dem Bett auch? Oh, ja. Ja, ich kann das auch. Ja und? Da ist. Schmeißt da die Matratze runter. Da ist ja ein Munition. Oh, ich will die nehmen. Ah, jetzt. Also das mit dem Menü ist ein bisschen, weiß ich nicht. Komisch. Gewöhnungsbedürftig. Ja, ja. Ja, tricky. Ich geh mal rüber in das Haus. Oder was sind das? Ja, das. Ich würde auch eine Matratze wegschmeißen. Hier ist ein Glas eine. Und ein, naja, was auch immer. Eine Farbe und ein Rock. Eine Tür. Ah, hier sind noch mehr Häuser. Und wir laufen da, wo es vorne dicht die Häuser sind. Dicht? Naja, da vorne, wo. Komm mal essen. Oder die Laterne. Du bist noch an der Straße? Ja, ja. Komme.
Himmel, dass man das nicht sehen kann, wo du bist. Ach, da. Da sitzt er. Ja. Hier meine ich, warum ist hier so schönes Licht? Hm. Hier bestimmt. Straßenbeleuchtung. Da ist ein Burgerladen. Ja. Blue King Burger, ist klar. Hallo, ich bin der neue Burger-Dingsverkäufer. Balala, hier liegt was. Eine Smoke-Granate. Aha, okay. Los, moin, Geld. Was darf sein? Geld. Oh, was war das? Haben Sie Playungen? Dann würde ich lieber hier erstmal nicht. Ja. Irgendwie haben wir auch gerade nichts. Gut, hier sind die Häuser ein bisschen dichter. Was ist das denn? Was ist das denn? Oh, wieder so ein Ranzbett. Da ist ganz schön viel drunter. Ne, ein GPS. Und irgendwelche Metalldinger. Na? Wieso kann ich das nicht nehmen? Aber wo ist denn jetzt mein... Warte mal, Pipes brauche ich nicht. Pipes brauche ich nicht, habe ich gesagt. Ja, ich will nichts. Craften? Ach, hier ist die... Will ich nicht. Oh, ich möchte nicht craften. Ich will die Pipes einfach nur... Die blöde Glocke zu läuten. Wie schmeiße ich denn das Zeug aus dem Inventar wieder raus? Tust du mit rechts anklicken, glaube ich. Nee. Mit links? Da will er craften. Oder festhalten und rüberziehen? Ich wollte es auch rüber... Geht auch nicht, das ist ein Zombie. Ach, dann eben nicht. Oh, oh shit, das war ich, Entschuldigung. Okay, ich dachte, ich hab aus Versehen die falsche Taste gedrückt. Die ist aber laut. Die Kirche? Oh, hier ist Essen. Essen. Gimme, gimme. Ich geh mal in die Kirche rein. Wenn man da reingehen kann, heißt das. Hier brunst irgendwas. Ja. Kirche. Ja. Nee, in der Kirche kommt man leider nicht rein. Okay. Oder von der Seite? Was sind hier die Kirche? Ach da. Nee, die hat alles geschlossene Türen. Ja. Aber hier ist eine. Steht so. Das ist ja auch nicht drin. Wie fies. Ich dachte, ich finde jetzt hier im Waffenkoffer, ne? Ich dachte, da wäre jetzt eine gewisse Waffe drin. Moment, wieso ist hier ein Schloss? Kann man das eventuell aufschießen? Nee, das glaube ich nicht. Achtung, ich habe Kollegen mit. Naja. Ja, hier, guck mal, hier so ein schöner Waffenkoffer. Ja. Und da dachte ich, oh, wahrscheinlich eine schöne Waffe drin, aber nichts. Nix. Oh, kommen. Sie kommen. Also ist es laut. Bist du da? Schnell weg. Ach, hier steht wieder so ein Gottnick. Ja. Den hinten Rad fehlt. Das sieht aber ziemlich. Und auf der Seite auch. Beide hinterher. Don't set. Sicher, dass man den reparieren kann, ja? Ja. Space. Okay. Da. Hold Space. Gedrückt halten. Hast du einmal Schloss, ist offen. Upgrade. Remove parts. Repair. So, der Zombie kommt. Oh oh. Ich mach gerade was. Ich weiß aber nicht was. Ja, keine Ahnung. Hat gerade irgendwas dran rumgefummelt. Lustig gleich. Oh oh.
Oh, da hinten schießen sie. Oh oh, wo, wie, wo? Na, oder hast du gerade geschossen? Nee, ich hab nicht geschossen. Dann da hinten. Geradezu irgendwo. Okay. Hat sie geschossen zu? Da sind sie. Irgendwie Schlangen. Oh, ich hab null Leben. Okay. Aber ich kann mich noch bewegen. Das ist schon mal sehr erfreulich. Habe ich denn vielleicht irgendwas zum... Oh, wo? Wo haben die denn geschossen? Da bei der Kirche. Kirche. Okay. So, habe ich wieder komplett geheilt. Hahaha. Also hinter dem... Botnik. Ja, ja, bei der Kirche da. Im Moment sehe ich nichts. Nicht hier? Oh, ja. Oh, mich haben sie jetzt auch wieder mal. Ouchi. Ich bin tot. Ich auch. Na gut. Reicht's heute erstmal? Ja. Ja, ne? Ich glaube, ich mag das Spiel nicht. Also diese Version mag ich nicht. Ja, da ist unseres, kennt man sich halt besser aus. Ne? Richtig, richtig. Nee, wie gesagt, als in dieser RP-Geschichte, da könnte ich doch mit leben. Und hier, ich weiß nicht. Ja. Naja, vielleicht schauen wir uns ja mal den altes Live-RP-Server nochmal an. Ich denke, dass man da vielleicht ein bisschen mehr reintaucht, ein bisschen die Polizei ärgert oder so. Genau, und vielleicht Milliardär wird und... Richtig. Drogenbaron. Drogenbaron werden, ja. Ja. Nein, ich möchte. Ja, ich möchte mein Gender nicht selecten. Nein. So. Bin ganz zufrieden mit meinem Sch- Jo. Dann sagen wir mal viel Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, es war ja nur Tests gewesen. Richtig. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem euren Spaß. Genau wie wir gerade. Bisschen. Und mal sehen, ob da ein bisschen mehr kommt von dem einen oder anderen. Und wünschen euch natürlich trotzdem noch einen schönen Abend oder Tag, wann immer ihr schaut. Und sagen bye bye. Tschüss.